Wir haben hier eine Hütte. Oh, die sieht ja super aus. Ich mag solche Hütten, ne? Wir hatten ja auch mal im Harz, mitten im Wald, so eine richtig tolle Ferienhütte. Die war so mit Pelletöfen, war die quasi beheizt. Oh, und dann auch ein bisschen Schnee, Junge. Ganz ehrlich, lässt sich aushalten. WLAN muss natürlich stimmen. Aber lässt sich aushalten, ja? Hat so ein bisschen was Ramontisches, finde ich. Schön im Schnee und darum brechen wir auch gleich mal ein, oder? Hallo, hat das Haus auch eine Tür? Ach ja, hier. Sehr schön. Guten Tag, ich bin's, der Yeti. Oha. Lauter Schilde. Führen Sie was im Schilde, junge Dame, oder? Was haben wir denn da überall hängen? Sind ja halbe GOT-Wappen hier. Aha. Ach, ist das irgendwie mit Schild schlittern oder ist sie eine krasse Ritterin? We got a deal. Könnte beides sein, ne? Mal gucken. Ja. Oh, was machst du denn hier draußen in den Bergen? Ach, sag bloß, du musst extra hergekommen sein, um mich, den ehemaligen Schildschlitter-Profi, zu treffen. Oder? Ja, genau deswegen bin ich hier. Das war die eigentliche Markierung. Ah. Wusste ich's doch. Aber ich habe mich aus dem Sport zurückgezogen. Es ist mittlerweile so lange her, dass sie mich die Königin der Hügel genannt haben. Aber wenn dich das nicht stört, kann ich mir ja mal ansehen, ob ich dir noch den ein oder anderen Tipp geben kann. Du an sich gern? Aber das Schildschlittern, also da bin ich bedient vom letzten Mal, ja? Ganz ehrlich. Na gut, alle Welt hat sich seinerzeit für meine Profikarriere interessiert. Aber die Zeiten ändern sich wohl. Du, ich bin auf DLC-Mission. Ich markiere aber dein Häuschen mal, dass ich weiß, wo das ist. Pass mal auf. Da. Selmis Hütte, du kriegst einfach diesen Diamanten, ja. Weil du bist ein wahrer Schatz, okay? Habe ich gut gerettet, oder? Gut gesaved. Tschüss. Doch nicht ganz so romantisch, die Hütte. Kommst du rein? Ja, ja, ich bin's. Der Schildschlitter-Weltmeister. Man kennt mich. Und da ist der Schrein. Wieder so richtig perspektivisch mies versteckt, ne? Hier in dieser kleinen Schlucht. Unglaublich, was ist das hier? Einfach so eine Fackel mit ein paar Fässern hingestellt, ja. Ist denn das zu fassen? Mike, mit dem zweiten Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Bester Streamer meiner Meinung nach. Ja, holla. Danke für dein Lob. Zack. Mal sehen, mit was wir starten heute. Bitte lass es was Schönes sein. Ich hoffe. Darum war Botwe anfangs etwas umstritten, in welchem der drei Zeitstränge es läuft, weil es hier ja Zora und Orni gleichzeitig gibt. Ah, okay. Ja, macht ja dann Sinn, wenn man so die Hintergründe kennt und wer aus wem, ne? Ist ja wie bei den Nachtelfen und den Trollen. Kennen wir ja auch so ein paar Beispiele aus WoW, ne? Spannend, ja. Spannend, spannend. Call me Oblivion, hi. Wir sind in unserem ersten Schrein für heute, der mit dem DLC gar nicht so viel zu tun hat, glaube ich zumindest. Und wie wir sehen... Oh, sehen wir... Zumindest schon mal das Ziel. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Shada Arda. Okay. Und deine Prüfung heißt... Die verborgene rote Wand. Eine rote Wand? Was ist denn rot in Zelda? Gar nichts. Zählt das als rot? Aber also, sorry, in welchem Universum ist das rot? Jetzt kommen gleich so ein paar Baumarktmitarbeiter, ne, von so einer Teppichrampe und sagen, ja hier, das ist Karmesinrot und das ist Weinrot und das ist Rotirot und das ist alles was anderes, ne. Da muss man auf die feinen Nuancen achten. Tadiai, Craft beim Angeln drückt mir die Daumen. Oi, also ich nicht, sondern du beim Angeln so rum, ja. Nice, dann gutes Gelingen. Ich schätze mal, die Kugel muss da rein. Ja, kriege ich das über den Wind hin? Vermutlich soll das so sein, ne? Um Gottes Willen, da fährt auch noch was. Da oben ist eine Kiste, warte mal, die ist doch magnetisch, oder? Die sieht doch so fett aus. Ich bin gerade noch ein bisschen überfordert mit den vielen Möglichkeiten, die wir haben. Aber das war ja jetzt schon mal relativ lächerlich mit der Kiste. Was ist da denn drin? Wieder ein Bogen? Eisgroßschwert. Das sieht ja auch so cool aus. Ein magisches Schwert aus dem ewigen Eis der Hebra-Berge. Schwinge es, wenn die Klinge blau leuchtet, damit es tödliche Kälte aussendet. Cool. In meiner Tasche ist kein Platz. Hm. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Geschichte mit Waffenschaden und Aufsummieren über die Affixe und, ne? Ich glaube aber, ich hau irgendeine Wächterwaffe dafür weg. Boah, die hat 74, Junge. Das ist natürlich eine Ansage, ne? Elektro habe ich 2...
Eis hätte ich dann zwei, Feuer habe ich nur noch eins. Ich glaube, ich baller eine der Lanzen weg, komm. So, Markus Lanz, danke für deinen Einsatz. Wir nehmen aber hier jetzt das Eis-Großschwert. Ich bin ja Freund von den Klingen, ne? So sieht's aus. Blaue Klinge, leuchten, Orkse. Fiese, gemeine Orkse, überall, ja, wir spüren sie. Wenn du die rote Wand siehst, wirst du dir denken, WTF? Okay, die rote Wand. Vielleicht kommt die ja rausgefahren, ne? Wenn ich die Kugel da drin habe, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich hier anfange, um ehrlich zu sein. Tool, Hallöchen. Das erinnert mich an einen Hemdkauf von vor ein paar Jahren. Verkäuferin fragt mich, ob ich was suche und ich meine ein orangenes Hemd. Sie meint, gibt es nicht. Suche dann selbst und finde eins. Als ich an die Kasse gehe und meine, ich hätte eins gefunden und ihr sage, wo, meint sie, das sei Helltomatenrot, Alter. Das ist natürlich Helltomatenrot, oder? Lord Tiali, das hätten wir wissen müssen, wir beide. Oh, Junge. Ich würde sagen, ich nehme die Kiste mal weg, weil dann hat der Wind ja freie Bahn. So, dann könnte ich da jetzt rübergleiten. Aber das bringt mir ja einen Scheiß. Deswegen nehme ich an, ich muss die Kugel irgendwie transportieren. Diese Helltomat leuchtende orange-blaue Kugel. Ja, los geht's. Zeig mal, was du kannst. Ah, sie rollt. Muss ich die da... Ah! Okay, aber auf das Teil kann ich doch Stase anwenden, oder? Ja, oh, da oben... Ah, auf die Propeller auch, das ist ja spannend. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Kugel auf alles, Junge. Alles können wir hier mit Stase beballern. Das ist ja großartig. So, nehmen wir mit. Jawohl. Jawohl, jawohl. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Warte mal. Ich sollte es ja schon so timen. Ich glaube, das haut jetzt hin, oder? Kugel rollt. Ich gehe jetzt schnell auf Stase und mache... Nein, ah! Ah, das... Das waren ja starke Schmerzen. Die Kugel rollt aber auch wirklich sehr schnell. Wie mache ich denn das? Ja gut, wenn ich jetzt 100 Mal versuche, ist vermutlich einmal der richtige Try dabei. Aber ist ja eine Timing-Sache. Lass ich die also rollen, wenn das gerade rauskommt? Es fährt halt schon sehr schnell, ne? Und dann verweilt es da kurz. Ich würde es ja jetzt fast wagen. Pass mal auf. Jetzt. So. Runter. Das geht so. Ohne Stase, Leute. Ohne Stase, aber voll vorbei. Oh nein. Ah, nein. Das ist ja böse. Wie machen wir das? Die Metallkiste da oben hin? Nein, die rutscht runter. Die Metallkiste davor zum Bremsen? Oder doch Timing und die Stase auf den Wind, damit sie langsamer rollt? Beziehungsweise mittendrin Stase auf den Wind, damit sie quasi verlangsamt. Boah, das ist aber also... Junge, das ist schon ganz schön, ne? Hier, Zelda Studium. So sieht's aus. Okay, die kommt raus. Dann jetzt die Kugel. Das hat eben eigentlich gepasst. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Nein, das läuft. Ach, Mann. Verdammt. Ich hatte Stase auch von da hinten nutzen können. Echt? Ich hatte das Gefühl, das war out of range. Aber vielleicht bin ich da auch vom Magnetmodul so ein bisschen bambuselt worden, ne? Das gucken wir uns jetzt nochmal an. So, pass auf. Wenn er rausfährt, habe ich gesagt, ne? So, jetzt eigentlich. Mal gucken. Ja, du hast völlig recht. Es geht auch von hier hinten rüber. So, den jetzt anhalten. Ja, und das... Ich hoffe, es passt jetzt so, dass er jetzt langsam genug die Kugel nach vorne bringt. Ansonsten muss ich ihn eben blocken, wenn das sofort einfriert. Ja, ist zu schnell, ne? Scheiße. Dann muss ich es wirklich so machen, wie eben geplant. Dass ich den wirklich in dem Moment anhalte, weil der Wind stirbt dann sofort, ne? Ja, der ist sofort weg. Der dreht sich nicht mal langsam aus oder so. Aber was ist denn das hier eigentlich? Ist das die rote Wand? So eine auffällige Kachel? Tatsächlich? Aha. Aha. Was ist das denn? Habe ich da mehr von? Nö. Nur das eine Teil. Okay. Das ist ja spannend. Da könnte ich jetzt, warte mal, da könnte ich die Metallkiste draufstellen. Dann habe ich weniger das Timing-Problem mit der Stase, ne? Und dann müsste die doch eigentlich blocken. Selbst wenn die Kugel weiterrollen will. Ey, ja, das ist ja aber, hallo, ist ja ultra böse. Das konnte man ja gar nicht mit bloßem Auge sehen, oder? Crazy Times. Nun gut.
Zwieback, Schieders, Hallöchen. Grüße, ja, schönes Wochenende, war auf jeden Fall recht entspannt. Das ist immer die Hauptsache, so, den lassen wir rausfahren. Dann könnte ich ja jetzt doch bei dem Teil Stase nehmen, ne, für die Sicherheit. Könnte ich jetzt sagen, wenn ich es getroffen hätte. So, dagegen. Ja, toll. Stase, Leute, das ist nur für Noobs. Wahre Könner machen das mit Timing. Nice. Oh nein. Ich hätte da draufstehen müssen. Oder kann ich da dran hochklettern? Nein. Oh nee. Wie mache ich denn das jetzt? Liebe Kugel, wie verbleiben wir denn jetzt? Frage für einen Freund. Okay, ich kann sie da rausnehmen. Ja, das ist aber auch ganz schön scheiße, Mann. Jetzt ist das unten, ne? Jetzt ist das wieder runtergefahren. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Kann ich die Kugel hier hinlegen und mit Stase dann einfrieren? Sodass sie quasi dann da reinrollt? Das war nicht Teil des Plans, liebe Kugel. Das war nicht Teil des Plans. Warte mal, vielleicht klappt das ja, wie ich mir das denke. Werfen, Stase, schnell. Oh, das geht. Lull. Dann muss ich nicht das ganze Ding nochmal machen, aber ich muss schnell sein. Ich muss schnell sein. Link, lauf. Lauf, wie du noch nie gelaufen bist. Yeah. Okay. Nice. Wunderbar. Ja, darum die rote Wand. Wegen dem Magnetmodul. Das ist natürlich eine ganz schön freche Nummer. Aber ich habe ein Eisschwert und wir haben auch den Schrein geschafft. Wunderbar, wunderbar. Zack. Wenn es um Timing geht, macht Craft keiner was vor. Ja, leider müssen wir sagen. Leider, leider. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Schön. Der Held, was er verspricht. Ein weiteres Zeichen der Bewährung. Toll. Danke, Opa. War schön. Man kann Stasis in der freien Welt auf praktisch alles anwenden. Auf statische Dinge, bewegliche Dinge, auf bewegende Dinge. Ihr müsst wieder denken an diese Wunderhake. Trockenes Gras, nasses Gras, Tannenzapfen. Schön, das war auch eins. Hatten wir letztens irgendwo besprochen, ne? Der ersten größeren, kann man sagen, Meme-Videos im deutschen Raum? Kennen bestimmt gar nicht mehr viele, aber ja, war so ein witziges Werbevideo. Okay. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission. Ich weiß nur nicht, was noch fehlt. Wir hatten den Drachen, wir hatten Lichtringe und wir hatten noch Ziele treffen. Ja, Ziele treffen war noch wichtig. Ganz genau. Die Frage ist nur, werde ich auch rausfinden, wo das ist? Das ist ja immer so die Preisfrage. Wir hatten diese Position. Ja, das war ja hier, ne, an diesem großen Stein hinter mir. Kenner würden sagen, ist ein Berg. Aber ich bin ja kein Bergologe. Folglich ist das ein großer Stein. Papa Main, hi. Wir hatten auch das hier, das war mit dem Drachen, ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube, das fehlt noch. Ach, das sieht aber auch wieder ganz scheußlich aus, ne? Mit diesem Schädel obendrauf, der keiner ist. Ein Schädel, ein großer Krater. Und oben wie unten so ein bisschen begrenzt, ne? Von Wasser, von Schluchten, von was auch immer. Schädel, Krater, Schluchten. Okay, so, passt auf jetzt. Wir zoomen einmal raus und suchen Schädel und Krater begrenzt von Schluchten. Ist es das hier direkt? Das ist oben begrenzt, das ist unten begrenzt, das oben drauf könnte dieser Schädel sein. Und hier ist dann die Schlucht. Und da sind die Ziele. Von den Formen her gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Ich setze da mal eine Markierung hin. Ich setze da mal eine Markierung hin. Und vielleicht ist das ein erster Anhaltspunkt. Huch. Wir können aber mal noch ein bisschen weiter gucken. Vielleicht fällt mir ja noch was dazu auf. Die gute Wunderhake 300 von MadTV war ein Sketch auf RTL Samstagnacht sogar, siehe da. Interessant, was sich da alles offenbart im Nachhinein, ne? Ja, das ist ja auch die maximale Range, würde ich sagen. Wir gucken mal noch ein bisschen runter. Hier, das ist mir ja ins Auge geschossen wegen dem Schädel, ne? Und da habe ich ja gedacht, okay, das könnte was sein, aber das passt hinten und vorne eigentlich nicht mit der Ansicht, ne?
Und hier ist ja auch kein großer Krater, wobei ich jetzt erstmal wieder auf die Perspektive klarkommen muss. Ah, das ist ja immer mein größter Feind, ne? Da unten, das ist nur für die Ballade, da können wir das dann abgeben, bilde ich mir ein, ne? Wo haben wir noch was? Hier hätten wir noch was. Da wäre so ein Weg als Begrenzung. Da fehlt aber ein bisschen die Klippe, würde ich sagen. Spoilerfreier Hinweis, du warst schon da. Boah, wo ich schon überall war, ne? Holy. Ich war schon da. Ja, scheiße, sind meine Positionen jetzt nicht so richtig, ne? Meinst du das mit schon da? Dann muss das ja irgendwo hier sein eigentlich. Oh Gott, diese Wege, ne? Was habe ich denn hier geraucht? Wie bin ich denn hier gelaufen? Oh Gott, das ist ja ganz scheußlich. Bin ich jetzt zufällig an der richtigen Stelle schon? Nee. Nee, werde ich nicht. Reason, so Plexus, hi. Die Lutz-Ebene, ach, an die erinnere ich mich ja auch gern. Ich glaube, die grünen Linien, die helfen mir nur bedingt. Hast du im Hero-Mode gestartet? Dein erster Run ist mein allererster Run ever. Jawohl, darum alles normal und gerade das DLC mit lustiger Kartensuche. Ich sag dir, wo es ist, wenn du aber wirklich auf was schießen musst, dann musst du mit den Joy-Cons zielen. Das ist kein Deal, den ich eingehen werde. Aber wenn du sagst, ich war da schon, dann muss es ja eigentlich von der grünen Linie durchzogen sein, ne? Das heißt, na hier sicherlich nicht, das ist ein bisschen zu nah dran, an der letzten Position, ne? Weil hier haben wir ja diese Steinplatten, die ich beim letzten Mal ewig gesucht habe. Das dürfte dann ja nicht so sein. Könnte es hier sein? Erinnert mich irgendwas hiervon daran? Nee, ich glaube, ich hänge mich ein bisschen zu sehr in diesen Schädel rein. Und darum komme ich auch immer wieder auf diese Formationen hier zurück, was ja, glaube ich, nur große Höhlen von den Schweinebären sind, ne? Darum sollte ich mich da vermutlich weniger drauf konzentrieren. Hier drüben gar nicht? Und das ist eigentlich auch alles zu weit unten, ne? Wir gucken uns das Bild nochmal an, ja. Wir gucken nochmal. Wir haben unten eine Grenze, die auch schon wieder so ein bisschen ins Grüne zu gehen scheint. Aber dann klafft da auch Leere. Wir haben oben dasselbe, eine große Schlucht. Sonst noch irgendwas Markantes. Ist das ein Weg da unten? Könnte ein Weg sein. Berg? Krater. Oder ist das kein Krater? Ist das irgendwas anderes? Nee, das ist genauso dunkel wie das oben. Ne? Das heißt, es geht da tiefer rein. Berg und eine Vertiefung daneben. Vielleicht gucke ich erstmal mehr wegen Berg. Berg. Warte, das war schon wieder zu nah. Das war der Gipfel. Da ist das Schneefeld. Hier haben wir auch die Hügel. Der See, nee, das ist eine falsche Perspektive, ne? Es hätte aber ganz cool hier mit der Vegetationsgrenze so ein bisschen passen können, ne? Aber mehr auch nicht. Noch weiter unten. Gisserhügel, Quelle der großen Fee. Ja gut, die Quelle der großen Fee wird es ja nicht sein, ne? Passt auch nicht so mit der Perspektive. Was ist hiermit? Was ist mit dem Teil? Könnte das? Nee, auch nicht, oder? Ich fürchte, nein. Kalfenberg? Das sieht eigentlich verdächtig aus. Unten mit der Schlucht? Oben? Weniger. Hier ist noch ein sehr kleiner Punkt. Der ist aber, glaube ich, zu niedrig. Da ist wieder ein Schädel, von dem lasse ich mich aber nicht verarschen. Was sind das hier eigentlich für Steine? Da ist der nächste Schädel, der wartet. Oh. Nochmal gucken. Großer Berg. Und es ist ja irgendwie abgeschlossen, ne? Abgeschlossen im Sinne von oben ist vielleicht sogar Wasser. Ist es ein Fluss? Dann wäre das unten auch ein Fluss, wenn es so dunkel ist, ne? Umgeben von Wasser, maybe. Oben wie unten. Wo haben wir denn da was? Oben wie unten? Kann eigentlich fast nicht sein, oder? Haben wir irgendwo was, was umschlossen wäre? Hiervon was? Das da? Nee. Das ist ein bisschen zu klein, oder? Bisschen zu unauffällig. Das hier war ja der ganze Weg überhaupt.
Zum Ornifelsen, wenn man so will. Schwierig. Schwierig, schwierig. Hier ist Wasser. Ovosee. Vielleicht kriege ich wenigstens eine Hälfte hin mit dem Wasser. Unten oder oben. Aber auch das passt hier ja von der Perspektive nicht. Das hier unten vielleicht. Aber das ist, glaube ich, noch zu niedrig, ne? Weil der Fels sieht ja ähnlich imposant aus wie der eigentlich. Ich bilde mir ein, das ist durchaus auch eine ordentliche Höhe, ne? Wasser oben. Auch in keinem besonders markanten Winkel, ne? Wenn der jetzt irgendwie so eine Form hätte wie so eine gewickelte Schlange, wie von diesem Apothekenzeichen oder so. Aber nein, das ist einfach so ein weirder Flussarm, ne? Was man als Hinweis nehmen könnte, wäre, dass der da ein Ende hat, ne? Der endet auf der linken Seite oben. Habe ich damit was, wo ich arbeiten kann? Was ist denn mit dieser Ecke hier? Ist diese Ecke maybe interessant? Da ist wieder der Schädel, ne? Nee, die untere Begrenzung kann es nicht sein. Aber das hier erinnert mich gerade so ein bisschen dran. Was ist denn hiermit? Ist das vielleicht der Weg, den ich gesehen habe? Da wäre Wasser. Da wäre Wasser. Ist es maybe das hier? Erkenne ich aber keinerlei Formähnlichkeit. Aber vielleicht könnte das dieser Krater sein? Das der Krater? Der Flugplatz? Nee, oder? Ist es einfach der Flugplatz? Ist das der Berg? Das der Krater? Das Wasser oben? Und das quasi das Wasser unten? Nee, oder? Ist doch nicht einfach der Flugplatz, sie verarscht mich doch. Das... Ist es der Flugplatz? Nein, oder? Das ist doch der einzige Krater hier. Was ist denn sonst noch so tief? Es muss der Flugplatz sein, oder? Es ist der Flugplatz. Ich fasse es nicht. Okay. Cool, es hat keine 30 Minuten gedauert. Was ist diese Kameraansicht? Danke, Herr Schneebedecktes Gras, für diese wunderbare Ansicht. Ey, ich hab's gefunden. Es ist der Flugplatz. Ja, da also... Es ist der Flugplatz. Sag mal, warum sagen die dann nicht, es ist der Flugplatz? Nee, wir haben hier die geheime Karte, Alter. Bro, ist das nicht der Flugplatz? Nee, ist ein geheimer Ort. Ist ein Krater. Oh mein Gott, ey. Ja, ganz ehrlich, so war Questen in WoW auch früher. Du hattest so diese Karte vom Schlingdorntal und dann stand da, ja, der größte Jäger der Welt, Hemet Nasingvery. Der möchte gern, dass du Schattentatzenpanther tötest, nördlich der Höhle der Goblins und westlich vom Drachenschatz. Ja, und dann standst du da und dachtest, tschüss. G. Und das noch mit 6 Karten bei den anderen, das wird dauern. Naja, das Ding ist, bei dem ersten, bei dem Wüstentitan, ging das deutlich schneller und war auch deutlich einfacher, weil wir eben A, markantere Punkte auf der Karte hatten. Und B, nicht alles gleich aussah durch Schnee und Stein und so weiter, ne? Also da bilde ich mir ein, dass das deutlich schneller ging, aber... Ja, kann passieren, ne? Dass das ein bisschen dauert. Auf jeden Fall speichern wir jetzt erstmal. Und dann mal sehen, was passiert. Morgen kommt Tiny Tinas Wunderland. Das kommt morgen schon. Oh mein Gott, noch ein weiteres Game? For real? Ja, das wollte ich mit Shai auf jeden Fall dann auch zocken, ne? Holy shit, was ist denn momentan los mit den Games? Wahrscheinlich kommt die neue Pokémon-Generation auch schon nächsten Monat oder so. Haben sich im Datum vertan. Oh, Junge. So, ich nehme den Adlerbogen und ich nehme die Bombenpfeile. Nein, wir nehmen die normalen Pfeile. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie jetzt die Story dazu war. Waren es 5 Ziele? 4 Ziele zu treffen, ohne zu zagen.
Okay, das klingt jetzt erstmal nicht schwer, aber möglicherweise ändere ich meine Meinung diesbezüglich noch. 1, 2, 3, 4. Hat nicht gezählt. Oh wait, ohne zu zagen? Tschüss, ohne zu zagen ist maybe in einer Phase mit Konzentration? Kann das sein? Ich glaube ja. Glaube ja. Morgen kommt auch die neue Erweiterung zu Guild Wars 2 auch noch. Oh mein Gott. So viele Games, ne? Devil's Daughter, hi. Weil es sah ja so aus, als wäre das Ziel wieder gespawnt, ne? Maybe gucke ich mir das kurz nochmal an. Konzentrationsphase. Konzentrationsphase weg. Ist wieder da. Okay. Okay, okay. Das heißt, wir müssen nochmal gucken, ob ich bei dem Bogen bleibe. Mal gucken. Tasche, Bogen. Haltbarkeit, Haltbarkeit, Haltbarkeit. Haltbarkeit, Angriffskraft. Ja, jetzt wäre so ein Bogen natürlich geil, der besonders schnell schießt. Ne? Haben wir zufällig so einen hier stehen? Schwalbenbogen, naja, das ist ein ganz normaler. Ne? Das ist ja nur die schwache Version, könnte man meinen. Jetzt mit dem Joy-Con zielen. Triffst bestimmt besser, Junge, schön den Zitterer die ganze Zeit so. Geil, nee, 4 Ziele brauche ich. 4 Ziele sind doch aber eigentlich machbar. Sollte ich vielleicht meine Position ändern? Ist die Standardposition tricky? Weil die beiden vor einem sind natürlich sehr einladend, ne? Das ist klar. 1, 2, 3, 4, das wäre eigentlich der Plan. Wir probieren das einfach nochmal. So, geht los. 1, 2, 3, 4. Oh, der hat schon verkackt, leider. Schade. Ach, der auch. Ah, wie ärgerlich. Das ist natürlich nicht schön. Soll ich vielleicht mit den unten anfangen? Ist das maybe einfacher? Dass ich die unteren zuerst nehme? Weil dann ist auch nicht so file wasted, wenn ich dann verkacke, ne? Ich habe gerade eher Sorge, dass mir die Muni ausgeht. Scheiße. Oder welches bietet sich noch an? Dahinter? Vielleicht versuche ich auch die so weit oben sind, zu kriegen. Ja, die sind halt so weit weg, ne? Mal gucken, wir probieren nochmal. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, die letzten haben wieder nicht getroffen, ne? Scheiße, Mann. Ah, oh, das ist ja super pain. Und ich habe den scheiß Schnellschussbogen noch weggezimmert, ne? Weil ich gesagt habe, ja, Schnellschuss, Junge, brauche ich nicht. Bin doch keine 13 mehr. Noch andere Pfeiltypen? Ach so, wegen der Anzahl. Okay, ja, da hast du recht. Da kann ich im Zweifelsfall dann auf sie zurückgreifen. Es ist aber nicht so, dass ich mit einem Bombenpfeil beide wegfetze, oder? Aha. Aha, okay. Das ist natürlich spannend. Da kann ich natürlich ein bisschen Zeit sparen, ne? Weil dann spanne ich effektiv einmal mehr. Und vielleicht ist das eine Idee. Mal gucken, probieren wir mal. So, 1, 2, 3. Boom. Da ist er. Der Wasserschrein. Tü-tü. Ja, weil wir wieder gut vorbereitet sind, ne? In einem Paralleluniversum, da hätte ich jetzt gesagt, ah, die Bombenpfeile, ich habe so wenige. Ich war wieder so geizig beim Shoppen, aber glücklicherweise spielen wir vorbereitungstechnisch ja mit dem Inventar, das ich quasi für den Endboss vorbereitet habe, ne? Von daher, wer will was machen, ganz genau. So, dann bin ich gespannt, was mich hier erwartet. Ich hoffe, ich muss eine Karte lesen. Ich freue mich schon auf irgendeinen Moment, wo mich mal ein Tourist oder so nach dem Weg fragt und mir so eine Karte zeigt und ich dann sage, ja, haben Sie irgendwie den Schädel oder ist das ein Berg? Wollen Sie zum Flugplatz oder? Ich bin Ihr Mann, ja. Ich zeige Ihnen, wo das hingeht. Ach Mann.
Zu meiner Verteidigung, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 3 Ausdauerbalken, dementsprechend mehr Zeit zum Zielen. Oh, das ist natürlich auch ein geiler Bonus, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Büro, hallöchen. Nur ist es soweit, statt bei dem Erfolg Reiterruhm, habe ich Reiterhuhn verstanden. Schön. Mein Name ist Noje Roje. Oh, wild. Führende Winde. Okay, es gab wieder Bohnen, Leute. Führende Winde. Ja, ich schätze mal, mit dem Teil mache ich den Ventilator einfach an, oder? Putz. Jawohl. Und die führen mich, uiuiui, ganz schön weit nach oben hier. Mache ich den Samson, Junge. Uiuiui. Tiffy. Herr von Bödefeld. Was haben wir noch? Hier haben wir einen Wind. Der bringt uns auch einfach nur nach oben. Vielleicht im Fall der Verkackungsfälle. Könnte auch der nochmal sehr, sehr spannend werden. Was ist mit diesem drehenden Ding? Oh Gott, das ist ja schon wieder... Was zum Fick bin ich sehend? Boah. Wer denkt sich sowas immer aus? Wie entsteht sowas? Kann mir doch keiner erzählen, dass die Leute da an einem Tisch sitzen mit irgendeinem Zeichenpad und dann sowas hier ersinnen. Das ist ja komplett krank. Ich habe eben schon gesehen, an der Seite kann ich auf jeden Fall was kaputt sprengen. Und da unten geht's auch rein. Vielleicht sollte ich das als erstes Ziel wählen. Dass ich versuche, darüber zu fliegen. Boah, Junge, dann dreht sich auch noch der Propeller da und öffnet ein Tor. Oh mein Gott, und da sind auch noch zum Kaputtsprengen. Holy fuck, das ist doch ein ganz eigenes Level hier. Ein ganz eigenes Spiel, besser gesagt. Wir gleiten da aber gleich erstmal rein, wo es schon offen war. Und dann versuche ich von da aus einen Plan zu machen, weil ich glaube jetzt da nach oben, das bringt mir auch noch nicht viel, ne? Ich schätze mal, die mich nach oben bringen, die muss ich von innen erstmal anmachen und mich dann irgendwie wieder raussprengen und dann, nachdem ich alle von innen aktiviert habe, muss ich quasi von außen wieder nach oben oder so. Das ist jetzt meine Grundidee. Ist das der offene Teil? Ja, dann versuchen wir da mal reinzukommen. Hello! Ich bin der Neue hier im Schrein. Ich würde gern mal gucken, ob das ungefähr hinhaut mit der Idee, die ich gerade hatte. Oh, das ist nicht gut. Das ist... Hallo? Ein bisschen mehr Aufwind, bitte? Das ist ja ganz scheußlich. Jetzt aber. Wieder nicht. Was soll das denn, Link? Wen verarschst du, Kollege? Jetzt da vorne... Link? Was... Bruder, wir machen das jetzt nochmal in schön. Pass auf. So... Und jetzt dahin. Hör mal, glaubst ja wohl, als ob ihr das erste Mal hier fliegen müsste. So. Nummer 1 ist an. Wunderbar, so habe ich mir das vorgestellt. Nummer 1 haben wir schon mal an. Kann ich hier irgendwas Cooles machen? Nein, oder ist hier wieder so eine versteckte rote Wand? Nope, ist nicht der Fall. Auch eine Bombe bringt hier nichts. Das heißt, ich muss eigentlich wieder raus... Und irgendwie gucken, dass ich auch die anderen aktiviert bekomme. So. Okay, jetzt schwebe ich hier rum. Ich könnte da hoch, aber das bringt mir ja gelinde gesagt einen Scheiß, ne? Das bringt mir alles noch gar nichts, solange die Winde nicht an sind. Darum glaube ich, ich brauche irgendwie eine Position, von der aus ich ja erstmal auch an diese Steinwände rankomme, ne? Da ist jetzt die Frage, sollte ich versuchen, hier unten stehen zu bleiben quasi, um von hier aus jetzt die Bomben hochzuschicken. Dass ich dann quasi so und die da dann zünde, auf der Höhe, damit die explodieren und frei werden. Dann könnte ich da von hier hereingleiten, ne? Das wäre so die erste Idee, ansonsten Bombenpfeil, ja. Ansonsten haben wir eben gesehen, der Bombenpfeil ist immer für uns da. Was mir gerade noch ein bisschen Sorgen bereitet, ist dieses Propeller-Ding. Das fühle ich gerade noch gar nicht. Da wäre es easy, das ganze sich drehende Teil mit Stase anzuhalten. Das sehe ich aber noch nicht so kommen. Aber mir fällt schon irgendwas anderes Cooles ein. Halten einfach den Propeller an. Wir halten ihn an, während er sich dreht. Let's go. So, da kommen die Steinchen. Ich denke mal, das kann ganz gut gehen. Mal gucken. Bombe nach oben. Moment, noch warten. Moment, Moment. Jetzt ist, glaube ich, gut. Ja, die ist ein bisschen zu hoch, würde ich sagen. Wir nehmen mal noch die hier schnell. So. Ja, putz. Wunderbar. Vielleicht komme ich sogar noch rein. Ach, auch noch, ne? Sag mal, Link ist heute ein bisschen frech, ne? Zack.
Nummer 2. Wunderbar. Auch an. Schön. Eine Runde in Cerret Mortis, mal wieder 10.000 Anima. Das wurde einem gut hinterhergeschmissen, ne? Wunderbar. So wollen wir das haben. Oh Gott, Junge. Die Winde, die wollen es aber auch wissen. Ja, jetzt, Link, jetzt verdient aber auch, weißt du? Wie du hier rumgekaspert hast eben, das war ja unglaublich. Hat er mit Absicht gemacht. Und wer mit Absicht sabotiert, der stirbt. Also die eisernen Regeln in meiner Zelda-Welt. Okay, das hatten wir offen. Es gab nochmal Steine, ne? Die kommen jetzt, glaube ich, da. Ne, das ist nochmal der Propeller. Was mache ich mit dem? Was mache ich mit dem? Da ist nur ganz kurz offen. Vielleicht ist es das ja schon. Dass ich ohne Stase und Co. einfach in dem Moment reinschweben muss, in dem der sich eben dreht, ne? Probieren wir es mal. Das müsste ja jetzt jeden Moment der Fall sein. So, dass ich jetzt sage, rein... Oh! Junge! Timing. Timing. Sehr schön. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ja, scheiße. Hallo, Mutti. Ich möchte hier wieder raus. Oh, sehr nett. Dankeschön. Ja, man muss nur auch mal nach Hilfe fragen. Na? Dann kann man auch welche bekommen. So, jetzt muss ich nur wieder runter, ohne den kompletten Abgang zu machen. Sehr gut. Und wir hatten jetzt, ich glaube, noch eine Seite mit Steinen. Mit Steinen. Mal sehen. Ich bin bereit. Meine Bombe und ich, wir sind ready für die Steine. Zeig mal her. Rocco, wo ist das Onyx? Wir wollen es sehen. Da ist es nicht. Da fehlt jetzt so ein bisschen Karnevalsmusik, ne? Oder so ein bisschen Rummelmusik, besser gesagt. Ja, Mann. Neue Runde, neues Glück. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Der große schwarze Obelisk dreht sich wieder. Und dann der kleine Junge von Okay, Let's Go mittendrin, Junge. Richtig nice. Okay, sky's the limit. Ja, solche Ansagen braucht man dann einfach. Da sehe ich mich auch. Wo war denn dieser andere Stein? Scheiße, der Wind war zu laut, aber ich hab's gefühlt. Die Propeller, die machen uns alles zunichte. Aber wo ist denn diese nächste Steinwand? Habe ich davon geträumt? War die weiter oben? Es waren noch zwei, oder nicht? Aber wo soll die denn sein? Da ist weggesprengt? Hä, da muss ich mir ja nochmal angucken. Warte mal. Da fliegen wir jetzt. So, da war offen. Hier ist nicht offen. Da waren doch nochmal Steine, oder nicht? Das sind die Propeller? Nö, da auch nicht. Habe ich jetzt auf Steine gewartet, die es gar nicht mehr gibt, oder wie? Cool, dankeschön. Das ist ja richtig gut gelaufen dann mal wieder. Jo, was fehlt denn dann noch? Irgendwas fehlt ja trotzdem noch, oder? Oder hatte ich schon alles? Was ist das für ein weirder Raum? Der bringt auch nichts. Hm, jetzt hänge ich hier. Da ist noch ein Steinchen. Aber was mache ich mit dem? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir gucken uns das gleich nochmal ein bisschen von oben an. Da komme ich ja rauf und das scheint ja auch der erste wichtige Punkt zu sein, ne? Den haben wir ja auch an. Da gleiten wir jetzt mal rüber. So. Sehr schön. Schmelke mit 45 Monaten. Vielen Dank. Dankeschön. So. Und dann können wir hier ja mal hoch. Und darüber ist mein Chat broken. Nee, hat nur keiner Bock auf dich. Schmelke, damn. Damn, kommt rein, wird einfach geburnt, ne? Unangenehm, ich grüße dich. Die Frage ist jetzt nur... Nein, alles ist gut, alle mögen dich. Die schweigen aus Ehrfurcht, wenn sie dich sehen. So ist es nämlich. Wie komme ich daran? Oh, 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 das, ah, das hätte doch geil sein können, da jetzt ein Bombenpfeil rein. Nein, aber es sollte nicht. Es sollte nicht. So, ich gucke mir das nochmal an. Einmal rum. Jawohl, das ist die Motivation, die wir brauchen. Ich weiß noch nicht, wie ich da reinkomme. Wieso nicht? Ist das magnetisch? Kann ich das anheben? Ist das eine gute Idee, das jetzt zu testen? Vermutlich nicht, oder? Jetzt mal gucken. Irgendwas damit machen? Oh, ne. Wie komme ich da rein? Wirklich mit einem Pfeil einfach? Das könnte gehen, oder? Oh, schön. Ja, hallo.
Ja, hallo, die Bombenpfeile sind wieder die MVPs, aber ich glaube, es wäre auch mit dem Normalen gegangen, ne? Die Gitterstäbe waren ja so breit, ey, wenn das meine Gefängniszelle gewesen wäre, ich hätte ausbrechen können. Ich hätte mich da einfach durchgequetscht, ne, ohne Probleme. Gut, es ist noch lauter als gerade eben schon. Ich höre mein eigenes Wort nicht mehr. Das ist aber an sich ein gutes Zeichen, weil das heißt, es sind zumindest meiner Meinung nach alle Propeller jetzt eingeschaltet. Und das heißt, ich muss nur noch mich jetzt einschalten hier. So, Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen, ja, oh, guck mal, es wird. Ja, oh, und der finale Propeller, der bringt uns da nach drüben. Ach, schön. Ach, sowas liebe ich ja an Zelda, ne? Komm hier rein, denke, scheiße, kriegst du niemals hin. Was ist das denn für ein riesiges Kackteil? Und dann steht man doch irgendwie oben, ne? Schon wirklich cool. Was ist denn das da drüben noch für ein Ding? Komm ich daher? Ja, ne? Oh Gott, ich dachte, ich habe jetzt hier wieder noch einen Punkt mit 30 Truhen verpasst oder so. Nee, komm. Alles in Lot auf dem Boot. Truhe nicht vergessen. Ja, wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht mal. Kann ich sie von hier irgendwo sehen? Habe das sehr profitable neue Handwerkmaterial für Ringe und Ketten entdeckt. 230er mit Sockel und Bonuseffekt. Ich höre das Gold schon klimpern. Ja, momentan kann man gut Kohle machen mit dem neuen Stuff, ne? Bin bis jetzt nur 34,5 Stunden in Elden Ring drin. Etwas am Suchten. Ja, krass. Was ich bisher gesehen habe, sah aber auch cool aus, ne? Ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre, aber war schon wirklich schick. Was haben wir da denn noch? Das sieht doch verdächtig aus, oder? Warum ist denn da so eine einzelne Platte mit einer Fackel? Da war ich auch noch nicht drauf, oder? Ob da auch die Truhe irgendwie drin ist? So weird an der Seite versteckt oder so? Gucken wir einfach nochmal runter, oder? Ist ja jetzt alles irgendwie so weit frei. Ich hatte jetzt so gehofft, dass du an den Gittern gestanden wärst und dann den Bombenpfeil gegen das Gitter gedeppert hättest. Ja, das ist halt nicht unmöglich, ne, dass das passiert. Da bin ich an sich ganz bei dir. Also entweder hat die Truhe ja irgendwas mit dieser weirden Position hier zu tun. Oder sie ist in dem Drehding in irgendeiner Räumlichkeit, die ich einfach noch nicht entdeckt habe. Aber was soll das Teil dann hier? Wieso ist es da? Sagt mir erstmal gar nichts. Ich gehe mit meiner Laterne. Hast du irgendeine coole Funktion? Irgendwas Bedeutendes? Naja, bedeutend unnütz. Sehr schön. Da drüben ist noch so ein Teil. Haben wir überall solche Teile? Ja. Ist eins davon anders? Nee, ne? Aber wo soll die Truhe sonst sein? Ganz unten, maybe? Ich habe ja immer nur hochgeschaut, ne? Ob es weiter unten einen Raum gibt? Ich bin gerade hier gerade so ein bisschen am Gucken. Ich bin gerade hier gerade, Leute. Weil ich das eine Mal ja schon mal bambuselt wurde. Von diesen Windrätseln, ne? Ich fliege aber hier nochmal rum. Vielleicht sind die anderen Platten nur für die Spieler, die es ein bisschen ruhiger brauchen in solchen Momenten, ne? Hier noch irgendwas drin? Nee, ne? Nö. Sieht nicht so aus. Wo könnte noch eine Truhe sein? Da war ich ja drin. Da ist nichts weiter gewesen. Bild ich mir zumindest ein. Und hier ging es ja auch ganz am Anfang rein, ne? Ha. Wo könnte sich hier noch eine Truhe verstecken? Da oben mit drin? Nein, gibt es noch einen anderen Weg da rein? Da habe ich ja den Bombenpfeil benutzt, ne? Aber da ist halt nochmal so ein extra Gitter. Ist halt ein bisschen weird. Aber eine Truhe sehe ich da trotzdem nicht. Doch ganz unten? Hier hatte ich doch jetzt eigentlich alles. Nee. Ich weiß es nicht. Oder haben wir irgendwo noch eine Position dazwischen, dass ich beim generellen Aufstieg irgendwo noch notlanden kann oder so? Ja, so zum Beispiel schon mal nicht. So sollte man das nicht versuchen. Nee, Leute, keine Ahnung. Habe ich leider nicht gesehen, Letruhe. Dann ist sie viel zu gut versteckt. Auch wenn ihr sie wieder gesehen habt, aber ihr stammt ja auch zur Hälfte von Adlern ab. Das ist unfair. Ich bin nur eine kleine Feldmaus. Muss mich da in Acht nehmen.
Moin Meister, was geht? Ja, Windrätsel. Besteht die Lust, mal Monster Hunter zu spielen? Lust ja, Zeit... wie es so ist, ne? Insofern war Monster Hunter auch bei der letzten Abendstream-Abstimmung dabei. Hat aber ordentlich abgekackt gegen Zelda. Vielleicht bei den nächsten Malen, ne? Also grundsätzlich nicht abgeneigt, aber hat sich bisher nicht zuletzt aus Zeitgründen nicht so ergeben, ne? Wie mit vielen anderen Universen, wie Zelda vorneweg oder Warhammer oder was wir nicht alles neulich noch besprochen haben, ne? Oh. Ja, richtig gut versteckt. Holy shit. Man muss Adler sein, um diese Truhe zu sehen. Oh damn. Wo könnte sie sein? Ist sie vielleicht unter diesem Obelisken, der sich dreht? Wir wissen es nicht genau. Niemand kann diese Truhe finden. Oh, und vor allem, wie komme ich denn ran? Von hinten? Von hinten? Aha. Ah, die Geschichte. Okay. Ja. So. Da sind wir. Da ist nicht die geilste Überwaffe der Welt drin ist. Let's go. Ja, ne ja, mit Bonushaltbarkeit. Ein Goshin-Schild, das hatte ich schon mal. Ich habe aber keinen Platz. Was hau ich raus an Schilden? Oh, ich finde die alle toll. Ich finde die alle toll. Vor allem die sehen so hübsch aus. Das ist das Wichtigste bei einem Schild. Das Leunenschild habe ich mir auch mega hart erkämpft, ne? Aber das ist insgesamt doch am beschissensten, muss man sagen. Dank seiner Klinge ist er von einem geschickten Kämpfer auch als Waffe einsetzbar. Schwierig. Schwierig, oder scheiße ich auf das? Hat heftige Haltbarkeit, aber auch nur 16, ne, wenn ich es richtig gesehen habe. 16. Das ist halt super wack, ne? Da ist sogar das gufflige Holzschild von den Kroks besser. Ja, nö, ich glaube, dann scheiße ich auf das. Nö. Na, das hat sich ja super gelohnt, nochmal wegen der Truhe zu gucken. Ah, Mann, dieses Game. Ja, ich liebe es. Ich liebe es. Absolut. Rein da. Schmeißt das hässliche Blaue raus, ja. Das ist eher am doofsten, oder? Scheißteil da mit seinen komischen dreieckigen Nudeln, die da draufkleben. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin verleihe ich dir ein Zeichen von Medo. Oh, ich muss ja jetzt den Titanschrecken-Ganon-Teil nochmal bekämpfen, ne? Ich glaube, das wird schlimm. Ich glaube, das kann schlimmer werden als das Kartenlesen. Bei denen habe ich halt damals nur mit Bombenpfeilen weggeroffelt, ne? Ich glaube, die werde ich diesmal nicht im Inventar haben. Katzi, du schnarchst schon wieder für 10. Hallo? Ja, moah. Sag mal. Ich dachte, das waren nur die Propeller, aber Katzi liegt hier neben mir und sägt ein paar Bäume, ne? Holy shit. Moah. Ja. Ja. Ich weck dich lieber so, nachher erschreckst dich wieder vor dir selber. Dann ist das Gejaule erstmal groß. Dann wird rumgeschrien, ne? Wo ist der Bär, der mich fressen will? Ah ja, ich bin's ja selber, das dicke Kätzchen. We got a deal. Ich meine ich, mein Schöner, ja. So ist es nämlich. Das hat Katsus von dir gelernt. Wenn's mal so wäre. Ich weiß nicht, wo er's her hat. Das ist erstmal ein Problem. Die Soundkulisse genutzt, ganz genau. Kaldoras, 5. Monat, vielen Dank. Dankeschön, neue Pokémon-Generation heute angekündigt. Ja, mega, ich fand den ganzen Livestream relativ lame und dann kommen sie damit um die Ecke, ne? Schön. Schilder, die besonders grotesk aussehen, sind am besten, aber glaube, Zelda ist das falsche Spiel, um einen abgehackten Kopf dran zu binden. Ja, ich glaube tatsächlich auch. Willst du wissen, was beim Leunenschild gemeint ist, was der Text genau bedeutet? Ich denke mal, dass ich damit auch wirklich Schaden verursachen kann. Vermutlich, wenn ich perfekt blocke. Das wäre jetzt meine Idee dazu, aber erleuchte mich auch gern. Erleuchte mich gern. Wir wollen zurück... nach Feuerland, jawohl, im Wiener Walzerschritt, na dann. Rüber geht's, rüber geht's. Gerade Lucky das schöne Schild bekommen, ominöses Bollwerk der Erschöpfung, schönes Teil, ja. Hab auch meine Ratte immer noch nicht von Iska, aber ein Schild und ein Zweiernstreitkolben habe ich heute auch schon bekommen. Werde nach Zelda aber höchstwahrscheinlich noch ein bisschen weiter farmen. 1-2 Chars stehen da noch rum. Vielleicht habe ich nochmal Glück, ne? Der Glückliche, Freunde, man kennt ihn.
Jo, Dorf der Orni, was geht, Leute? Hat er eine Quest? Wo bist du? Oh nein, sahst du nicht mal das Kind? Ist dein Kind abgehauen? Was soll das denn? Hast du es nicht über Twitch Prime aufgeklärt? Da wäre ich auch weggerannt, ganz ehrlich. Kiel, wo bist du? Ja, der ist wohl Kiel holen. Unser Nesthäkchen. Kiel ist verschwunden. Ich frage mich, wo sie wohl sein könnte. Sie wird doch nicht zu den Brüderfelsen gegangen sein, um ihr Lied zu üben. Das ist doch viel zu weit weg, um ganz alleine dahin zu gehen. So langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Die Brüderfelsen. Finde Kiel. Okay. Ja, auch spannend aus da drüben. Die paar Steinchen da geradezu. Und ich bin immer so verwirrt, wenn ich hier in diesem Dorf bin. Weil das ist ja unsere Intro-Mucke. Und dann denke ich so, hä? Wieso? Wir sind doch mitten im Stream. Habe ich falschen Knopf gedrückt? Dabei ist es halt einfach die Mucke der Zone, ne? GG, sag ich da. Nee, deine Idee war richtig. Wenn du nah am Gegner stehst und damit blockst bzw. den Schildschlag machst, verletzt du den Gegner. Cool. Cooler Zusatz. Chloa, gute Nacht. Guts Nächte und danke fürs Reinschauen. Morgen Zeitungsschlagzeile. Katzos rodet halben Wald im Harz. Ja, alles weg. War nicht der Borkenkäfer, war mein Kater. GG. Wo ist denn der Questgeber hier eigentlich? Ladida, das war die mit dem Röstapfel, ne? Oder muss ich ganz runter? Ich bin verwirrt von dem leuchtenden Punkt. Können Sie mir helfen? Theba, nee, auch nicht, ne? Schätze mal, ich muss wirklich runter? Weil Chefe ist das ja auch nicht. Na gut, dann... gleiten wir mal nach unten. Hallo, ich bin's, Leute. Und ich suche hier freie Betten. Ne, das suche ich eigentlich auch nicht. Was haben wir denn? Hä? Mit wem soll ich denn quatschen? Tagebuch. Finde Kiel. Ballade von Revali. Nachdem du nun alle drei Zeichen von Medo besitzt, schickt dich der Priester zum Titan. Ah, ich muss ganz hoch und nicht ganz runter. Oh, ich dachte, ich muss noch mit wem quatschen. Ja klar, müssen wir zum Titan. Oh Mann. Toll. Ich dachte, ich muss noch wem Bescheid geben. Dabei wissen schon alle Bescheid. Und wundern sich, ne, wie ich hier rumgleite. Ja, unangenehm, peinlich. Peinlich ist das, aber... Da müssen die durch, ne? So ist ihr Held eben. Bisschen zerstreut. Aber ein schickes Schild hat er auf dem Rücken, ne? So sieht's aus. Ihr habt recht. Ich kann mich zum Titan porten. Aber... Mich würde schon interessieren, ob ich da auch einfach hochklettern kann. Wobei, das habe ich auch schon mal getestet, oder? Waren wir hier nicht mal in der Nähe von so einem kleinen singenden Vogelmädchen? Die hat doch ja auch irgendwo rumgesessen. Vielleicht war das sogar Kiel. Und jetzt singt die woanders. Nun gut. Sei es drum. War Medo. Oben in der Luft, statt unten am Boden. Wir wissen Bescheid. Schön, dass das im Questtext steht, ne? Dass der sich auch ein bisschen verändert. Das wäre sonst manches Mal echt kacke gelaufen. Ich meine, gut, früher oder später wäre ich vermutlich drauf gekommen, dass ich mal hochklettern sollte, ne? Aber wie es so ist. Wir kennen das ja, muss ich euch ja nicht erzählen. Tada! Hallo! Na? Vamedo, alte Socke. Wie geht's dir? Ich habe ein Vogelhäuschen dabei. Möchtest du ein paar schöne Rosinen? Und so ein paar Samenkörner? Nein? Na gut, dann komme ich eben an deinen Fuß. Ganz schön rote Nase, ne? Wieder gesoffen, als wir nicht da waren. Demjenigen, der diesen Titanen betritt, biete ich im Namen der Göttin Hylia eine Prüfung an. Stelle dich im Austausch für die Zeichen von Medo deinen Erinnerungen. Nein, meine Zeichen... Doch hüte dich davor, diese Prüfung leichtfertig anzunehmen, weil sie in deinen Erinnerungen stattfindet. Oh Mann. Ich weiß auch nicht mal mehr, was der gemacht hat. Ich glaube, irgendwas geschossen? Hat er da nicht sogar irgendwelche Laser und die dann auch umgelenkt oder so? Oh, gib mir einen Bogen und 300 Bombenpfeile. Dann natze ich den in meinen Erinnerungen. Mal gucken. Ich sehe bestimmt wieder super stylisch aus, wie beim letzten Mal. Da hatte ich ja so eine coole Hochsteckfriese, ne? Okay, sie ist weg. Ich habe Zöpfchen. Schön. Ich habe einen Bogen. Auch schön.
Dies ist ein Ort der Illusionen, der aus deinen eigenen Erinnerungen entstanden ist. Dein Gegner hier entspringt der Furcht, die dir innewohnt. Du musst diese Herausforderung bestehen. Dieser Kampf ist eine Prüfung der Seele. Nutze nur die dir gegebene Ausrüstung und siege. Okay. Das ist schon cool gemacht, ne? So als Challenge-Aspekt, gerade in einem DLC, wo man ja overleveled, overpowered des Jahrtausends sein kann. Dass es wirklich nur um Skill geht. Und das ist mein Problem. Da ist er. Ganons Windfluch im Ort der Illusionen. Okay, ja, da ist die Laserwaffe. Was habe ich an Pfeilen? Ich habe einen Falkenbogen, Doppelschussbogen und einen Ischenbogen, okay. Oh, ich habe wirklich Bombenpfeile, das ist ja nett. Das ist ja nett. Aber mit denen sollte ich gut umgehen. So zum Beispiel. Zack. Boah, das war doch ganz nett. Zack. Oh shit, ein Windwirbel. Okay, und er portet sich. Au, sag mal. Taubsi setzt Windstoß ein. Ist aber eigentlich nicht so effektiv, mein Freund. Fliegt der Pfeil da trotzdem durch? Nein! Ah, ein Wasted. Ah, verdammt. Verdammt, da ist er schon weg. Da oben kommt er raus. Zeig dich, du Sau. Butz. Noch ein. Komm gleich. Ah, ja, lieber gewartet einen Moment. Butz. Okay, aber so richtig runterkommen will er noch nicht. Das heißt, ich wechsle mal die Pfeile. Und ich wechsle mal auf den Doppelschussbogen. Für die Sicherheit. Jetzt steht er da drüben. Macht wieder sein Tornado, die Mistsau. Und ich glaube, der Tornado hat auch wirklich meine Pfeile gefressen, ne? Ist ja ganz schön sneaky von dem. Aber bisher ist okay. Ein bisschen Angst vorm Phasenwechsel. Aber bis es soweit ist, bin ich jetzt mit dem Kampfverlauf... Au! Nicht gänzlich unzufrieden, wollte ich sagen. Hallo! Sag mal, Kollege, so haben wir nicht gewettet, wir beide. Ja, so brauche ich dich. So brauche ich dich, mein Freund. Oh! Habe ich gewonnen? Er portet sich wieder hoch. Scheiße, Mann. Das war ja jetzt ganz schön unlucky, oder? Ach, ich wollte eigentlich ihm gerade schön einen mit meiner Titan-Donner-verbesserten Superklinge verpassen, so wie er mich hier ständig voll lasert. Hallo. Beruhig dich mal. Lass dich jetzt treffen, du Sau. Ich habe gerade noch nicht das Gefühl, dass ich blocken möchte. Und ich glaube, genau das wird die Falle sein. Genau das wird mein Untergang sein, dass ich jetzt schon zu viel fresse und in der nächsten Phase flippt er dann komplett aus. Putz, schön ins Auge rein. Na, sag mal. Jetzt fangen wir ja an rumzuschlenkern, oder was? Ich glaube, es geht los. Na, nicht wieder runter. Och, Mann, wieso? Wieso? Und das macht ihm nicht mal Schaden. Es ist ganz schön doof. Das war jetzt das zweite Mal an der Stelle. Das ärgert mich. Da werde ich rasend. Uah. So rasend werde ich. Zeig dich, ja. Zack. Schön, peng. Na, sag mal. Jetzt aber hier, putz. Jawohl, und noch ein, und noch ein. Oh, shit. Oh, nee. Das war jetzt aber unangenehm. Wir haben ihn aber gleich schon bei der Hälfte. Doppelschussbogen ist auch kaputt. Da portet er sich zweimal hintereinander. Ich glaube, es geht los, mein Freund. Sag mal, habt ihr das mitbekommen? Portet er sich gleich nochmal. Ischenbogen? Den hebe ich mir lieber für die nächste Phase auf, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Da ist er wieder, die Mistsau. Ja, ach, natürlich. Natürlich, ich port mich heute zweimal, weil ich bin gut drauf. Und dann port ich mich nochmal und flieg nach links. Und dann gibt's den Laser. Einfach, weil ich's kann. Du Hund. Nerviger Keck. Unglaublich. Ja, wir sind schon unter der Hälfte. Eigentlich müsste doch gleich so ein Phasenwechsel kommen, oder? Jetzt ist er wieder da. Ah, jetzt gönnt er wieder nicht, die miese Sau. Krieg ich so einen Hals, echt. Frech ist er. Frech ist er. Ja, das waren diese Projektile. Okay, die haben, glaube ich, selber nicht Schaden gemacht, sondern die haben seine Kacklaser so umgeleitet. Ne, das war ganz weird. Oh, scheiße, zwei Wirbel. Au, ja. Am besten beide fressen. Okay, lustige Kugeln. Zack. Oh, der hat gut gesessen. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, der bewegt sich so weit weg. Ah, jetzt muss ich die Winde benutzen, wa? Scheiß die Wand an. Oh mein Gott. Was zum Teufel. Ich habe gehofft, dass wenn ich in Bewegung bleibe, das nicht so das Problem wird. Aber das ist ja super heftig. Oh mein Gott. Warte, Bogen.
Ischinbogen und putz. Ach komm. Na, was ist das jetzt? Oh Gott. Was macht er denn, Bro? Genau an den Scheiß habe ich keinerlei Erinnerung, weil ich ihn da schon zerfetzt hatte beim letzten Mal. Ja, ich könnte jetzt vermutlich seine Kügelchen kaputtballern. Wäre aber lieber ihn fokussen. Immer drauf ist das Motto, mein Freund. Ja, leider seins auch, ne? Seins auch. Nehme ich doch mal so eine Kugel. Ja, Klassiker. Da oben jetzt, zack. Ja, schön ins Auge. Komm doch nochmal runter jetzt. Ach, das gibt's doch nicht. Kann man denn so nervig sein? Schlimmer Feind. Für Legolas wäre das easy, aber für mich... Ah, schön ins Auge. Wieder weg. Ah, sag mal. Seht ihr den? Das ist ja so ein schlimmer Finger. Noch ins Auge, ja. Schön den Schlenker. So, noch ein. Oh, das ist gut gerade. Das gut, es hat gesessen. Ja, es wird aber nochmal knapp, ne? Sobald er jetzt nochmal so eine Lasersalve durchdrückt, habe ich, glaube ich, ein Problem. Zack. Vielleicht bin ich ja einfach mal mutig und sage... Putz. Ja, mein Schöner. Scheiße gelaufen, wa? Nein. Nein, ich war zu langsam. Oh, no. Oh, no, das hätte ich beenden können, glaube ich. Da muss ich jetzt nochmal gut treffen. Aber das ist nicht so einfach, wenn er sich supportet. No, no, no. Bei dem Live will ich nicht draufgehen. Zeig dich jetzt, du Hund. Zack. Komm schon, schnell. Ja, nochmal der Schlenker. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Mach keinen Mist jetzt. Oh. Der wollte es nur mal wissen, der Stinker, ne? Jetzt die drei, genau. Dankeschön. Jo, wilder Fight. Also die zweite Phase war echt nicht ohne. Wenn ich jetzt nicht so ein Ich-hau-erst-mal-drauf-Spieler wäre, dann, Junge, hätte ich mit diesen rumfliegenden Eierreflektoren, glaube ich, gut zu tun gehabt, ne? So ein Ding. Hey! Und der Birdie Boy ist wieder da. Theo, 42 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Mit den Aufwinden und der Slow-Mo hättest du mehr Pfeile in kürzerer Zeit in ihn reinballern können, aber besiegt ist besiegt. Siehst du, ich war mir gar nicht so sicher, ob mir das in der Luft hilft oder ob ich da eher getroffen werde von dem Scheiß, ne? Aber ja, klar, mit der Slow-Mo, das hätte durchaus ballern können. Vielleicht ist es kein Zufall, dass wir uns hier getroffen haben. Dies ist der perfekte Ort, um seine Gedanken zu sammeln. Und natürlich Ideen für ein neues Lied. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichten über den Recken der Orni, Rivali, gehört habe, da möchte ich ihm ein anderes Denkmal setzen, als ich es im unvollendeten Lied meines Meisters könnte. Daher möchte ich Zeit in der Nähe des Titanen Vamedo verbringen, der von Rivali gesteuert wurde. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied über Rivali. Höret die Geschichte desjenigen, der Medos Lenker ward, bevor er folgte des Recken Fahrt. Der Orni-Krieger Rivali flog hoch hinauf. Sein Dorf suchte die Prinzessin auf, so wie ich nun berichte. Bin gespannt. Nicht. Ich muss in der Mitte des Wirbels bleiben, sonst komme ich nie nach oben. Hm? Ihr guckt mir heimlich zu?
Das ist aber nicht die feine Art. Euer Hoheit. Verzeih mir. Die Leute im Dorf hatten mir gesagt, dass ich dich hier finden würde. Ich verstehe schon. Es ist Zeit, dass ich mich entscheide. Ich werde mich für euch um die Verheerung kümmern. Dieser Ganon ist bald Geschichte. Vielen Dank, Revali. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ohne dich... Aber ich muss euch warnen. Chef. Bombenpfeile. Wie war das? Ich soll dem Träger des Bannschwerts die Hand halten? Damit dem armen Kleinen ja nichts passiert. So war's doch. Ich hoffe, er verliert nicht sein Selbstbewusstsein, wenn er meine Künste sieht. Nicht, dass es am Ende Tränen gibt. Ja, ist schon eine coole Socke. Auch ein bisschen arschig, aber eine coole Socke. Schöne Sequenz. Und er hat's auch mit den Bombenpfeilen gerissen, ne? Ah, da sehe ich mich. Mir scheint, dass der Recke meines Stammes nicht besonders gut darin war, seine wahren Gefühle zu zeigen. Wie findest du die Ballade von Revali? Ich wollte zeigen, was Revali wirklich fühlte. Nun glaube ich, mein Meister einen Schritt näher zu sein. Meinem Meister, ja. Seit ich die fehlenden Verse ergänzt habe, fühle ich mich viel selbstsicherer. Ich muss zugeben, das hätte ich dir nicht zugetraut. Revalis Sturm wird dir nun noch bessere Dienste leisten. So langsam bist du bereit, es zu Ende zu bringen. Ganons letztes Stündchen hat geschlagen. Nice. Ja, und es ist ihm auch nicht in die Wiege gelegt worden, ne? Haben wir gesehen, er hatte auch ganz gut reingeschissen. Au Junge. Revalis Sturm Plus. Die Ballade von Revali. Geschafft. Cool. Richtig, richtig schön. Auch mit diesen Liedern dazu, also... Herrliches, herrliches Game. Herrliches, herrliches DLC. So sieht's aus. Ich finde, durch diese Szene wird einem Revali erst richtig sympathisch, da sie einen kleinen Eindruck in sein hartes Training gewährt und er zu Recht stolz darauf sein kann. Absolut. Dann ist es natürlich im Endeffekt immer noch, der Ton macht die Musik. Und das kann einem auch immer noch missfallen. Aber, ja, wie eben gesagt, ne, ist ihm alles nicht einfach entgegengekommen. Tina kommt wohl doch erst am 25. März. Ja, ist aber trotzdem nah dran, ne? 25. März, Leute, noch zweimal waschen, dann ist es schon soweit. Bin mal raus, Internet macht gerade Winke, Winke, ja dann, hoffe ich, es stabilisiert sich, ne? Mach es gut. Schön, das heißt, auch diese Ballade haben wir fertig und demnach können wir weiter zu den anderen Markierungen, die ich gerade gar nicht mehr sehe, höchstwahrscheinlich, weil ich sie nicht mehr markiert habe, oder? Mal gucken, Ballade der Recken, jawohl. Und zwar da oben für Feurio und hier unten für Wasserio. Mit wem starte ich denn? Wir fangen, glaube ich, mit Feuer jetzt an und beenden mit Wasser, weil das war ja mein erster Titan damals, ne? Ah, das war auch cool. Auf dem Wasser, ja, und dann diese Eisblöcke wegschießen, ey, cool gemacht. Ja, dann wuseln wir wohl da mal hin. Habe ich irgendwas anderes noch in der Nähe? Nee, ne? Glaube ich schon sinnig, dann hier zu gucken.
Das heißt, wir haben noch ein paar Karten vor uns, Leute. Mhm. So sieht's aus. Einige haben jetzt erstmal die Schnapsflasche aufgemacht, als sie das gehört haben. Ich ertrag's nicht zweimal an einem Abend. Aber da müssen wir durch. Zeig mal deine neue Fähigkeit. Ja, mal sehen, ob die sich groß verändert hat, ne? Oder ob die jetzt einfach noch höher geht oder länger oder... Mal gucken. Schauen wir uns an. Erstmal sind wir aber beim Schrein. Oh, und ich muss mich dringend umziehen, ne? Wir sind ja jetzt hier wirklich ganz schön Feurio-mäßig unterwegs. Und zwar Feuer. Besser gesagt, Antifeuer. Oh, meine Waffen brennen aber auch. Warte. Schild ist okay. Bogen muss ich gucken. Königsbogen. Ja, super. Zack. Sehr gut, ich hatte noch einen Bombenfeuer equipped. Hey, Mann. Ey, Mann, ich wollte nur den Bogen wechseln. Ja, nächstes Mal mache ich es gleich übers Menü. Ey, ich dachte, ich bin jetzt taktisch clever und switch gleich mal noch den Bogen. Jupp. Hoppala. Upsi, kann ich dazu nur sagen. Huch, meinst du, du schaffst beide noch? Ja, nur heute nicht, ne? Das würde mich sehr wundern. Da bräuchte ich schon einen sehr, sehr guten Lauf. Was sagt die Uhr? 1 Stunde 20 Minuten. Also, da sehe ich mich durchaus etwas schaffen, aber viel wäre, glaube ich, schon ziemlich grob geschätzt übertrieben. So, Kollegen, ich muss da nicht rüber, da sind Leuchtsteine, ich muss da irgendwie hoch, ne? In die Nähe. Das ist aber auch hier der Laser. Junge, Junge. Läuft. Dann könnte ich mal gucken, dass ich gleich mit Rivali so ein bisschen nach oben katapultiere. Und dass wir dann vielleicht nicht direkt in die Lava fliegen, sondern da so ein bisschen nach oben kommen. Kann ich maybe einen Teil der Rüstung ausziehen für die Kletterausrüstung? Geht, ne? Ja, scheint zu gehen. Dann gehe ich hier auf diesen Stein und dann versuche ich mich da so ein bisschen hochzuschießen. Dann sind wir ja auch fast schon da, wie es aussieht. Sehr schön. Ich höre auch schon unseren Vogelkollegen. Ausgezeichnet. Schnaps, wer braucht ihr Schnaps? Die Flasche zitternd wegstellen. Ich kann nicht mehr, Lul. So. Da wollen wir hoch. Oder will ich runter? Nee, ne? Dann wäre der Vogel ja ein Brathähnchen. Das muss oben sein. Habe ich vorhin auch gedacht, andersrum, ne? Oh. Mehr Flammen, wie es aussieht. Rums. Ja. Das war schon anständig. Aber was genau jetzt die Verbesserung war? Mehr Wumms. Einfach mehr Wumms. Was ist der Nachteil bei zu viel Hitze? Naja, wenn du die falsche Ausrüstung trägst, dann verbrennst du und stirbst einfach. Oder deine Waffen aus Holz zum Beispiel. Hier habe ich jetzt keine, wie es aussieht, aber wenn ich jetzt auf die Bögen gehen würde oder bei den Schilden gucke, die verbrennen dann auch. Na, also alles läuft Gefahr zu verbrennen. Das ist ganz schön kacke. Wie mache ich denn das Erz jetzt hier eigentlich kaputt? Ich habe gar keinen Hammer mehr, ne? Das heißt, ich muss wieder gute alte Bomben nehmen. Mache ich aber ein bisschen was kaputt. Naja, ist so. Lieber ein bisschen was als gar nichts, würde ich sagen. Lädt schneller wieder auf. Ach so. Siehst du, hätte ich mal die Beschreibung gelesen, ne? So viel dazu. GG. Das ist gut, dass das schneller wieder auflädt. Wir hatten ja schon ein paar Situationen, wo ich dachte, jetzt Rivali, Junge. Und Rivali war schon im Bettchen. Da hat sich gedacht, nö, so nicht. Ja, dankeschön, seht ihr? Ja, hier, scheiß Tutorial wieder. Bro, du hast das Tutorial gar nicht gelesen. Ja, scheiße hier. Ah, oh, Mann. Belastend. Da du ja noch nicht so viel... Danke, noch nicht so viel Erfahrung hast in Zelda. Wie findest du die verschiedenen Völker und die Darstellung? Sehr cool. Also ich bin von allen Aspekten des Games bisher begeistert. Ich hatte ja auch wirklich gar keine Vorstellung, ja. Ich habe auch noch nie groß Zelda-Gameplay gesehen. Ich habe mich am Anfang auch sehr verloren in dieser Welt gefühlt, ne. Musste erstmal klarkommen, wie die Quests und so weiter funktionieren. Und habe das eigentlich genossen, ne. Ich mag sowas ganz gern. Auch als mehr oder weniger alteingesessener Gamer dann sowas noch zu empfinden. Und ja, das ganze Worldbuilding und so. Wirklich cool. Dein Kommen beweist deinen Mut. An den Orten, die dir gezeigt werden, findest du Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Doch stelle dich ihnen nicht leichtfertig.
Okay. Mal gucken. Ja, das sieht doch schon mal besser aus, oder? Ich glaube, damit kann ich eher arbeiten als mit dem grauen Berg auf grauem Boden mit grauem Wasser drumherum, sage ich jetzt. Willkommen zu Sätze, die ich in 10 Minuten bereuen werde, heute mit den Feuertitansäulen. Dieses Steinmonument hat 10.000 Jahre überdauert, weshalb es wohl gebaut wurde. Oh, noch jemand in dieser Hitze unterwegs? Setzt dir die Hitze nicht auch zu? Ich weiß ja, dass es mich eigentlich nichts angeht, aber ich sorge mich um dich. Hast du vielleicht etwas Brandschutzmedizin eingenommen, so wie ich? Ja, habe ich. Ich wusste es doch. Wenn ich keine Brandschutzmedizin einnehme, verwandle ich mich ganz schnell in ein Brathähnchen und da sind wir wieder. Genug davon. Sieh nur, genau wie ich gedacht hatte, es ist hier. Das Monument aus dem unvollendeten Lied meines Meisters. Ach ja, ob mein Meister an diesem Ort über das Lied nachgedacht hat? Lass mich das Lied vortragen, das mein Meister mir hinterließ. Die Verse ehren Daruk. So höre. Rudania windet sich im Feuerglühen. Folgt nur dem heißblütigen Recken kühn. Größere Kräfte noch zu ergründen. Folge dem, was die Monumente künden. Es gilt, den Giganten aus geschmolzenem Gestein zu besiegen. Aha. Es gilt, die Lichtringe des Vulkans zu durchfliegen. Es gilt, der Lava-Hitze zu ertragen. Prüfungen, die nur Recken wagen. Ja, ich habe aber durchaus Vorstellungen dazu, was er meinen könnte. Und was meinst du? Je öfter ich ihre Legenden höre, umso besser verstehe ich die Recken. So kann ich die grundlegenden Verse ergänzen. Ich kann den Heldenmut der Recken jetzt noch spüren, auch wenn das alles schon 100 Jahre her ist. Mein Meister sagte immer, dass man reisen und mit anderen sprechen muss, wenn man ein gutes Lied schreiben will. Also folge ich nun seinem Rat und spreche mit vielen Leuten. In Goronia habe ich Yunobo und Bludo getroffen, die etwas über den Recken der Goronen wussten. Sie haben mir beide höchst interessante Geschichten erzählt. Ihre Geschichten werden mir ganz sicher dabei helfen, die grundlegenden Verse des Liedes fertigzustellen. Cool. Die Ballade von Daruk. Oh, und direkt erstmal Blutmond. Okay, Link. Link, sei auf der Hut. Ja, nächste Sequenz. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Ja, lang nicht mehr gewesen, oder? Mehr Schweinebären. Sei auf der Hut. Bonjour. Okay. Gut, dass ich hier nicht gerade irgendwas umgehauen habe. Wir gucken noch mal... Oh, huch. Upsi. Wir gucken noch mal ganz kurz hier in unsere Tasche, weil... da steht es, ja. Diese Kraft lädt nun schneller wieder auf. Sieh an. Hätte ich einfach lesen müssen. Also nicht, dass ich an euch gezweifelt hätte, nur dass wir es noch mal sehen. Auch hier, ja, die Kraft lädt nun schneller wieder auf. Sehr schön, wie fett die doch pulsieren, ne, mit diesen Auren. Nice. Ja, also sowohl die ganze Weltentdeckung als auch der generelle Aufbau, wie auch die Völker und wie die vorgestellt wurden in den passenden Zonen, ja. Also absolut gelungen. Hätte ich mir nicht besser irgendwie vorstellen können, ja. Du streamst einfach so lange, bis ich den nächsten der Mainbosse in Elden Ring gekillt habe. Spoilerwarnung, kein Plan, wo ich lang muss. Nice. 48 Stunden Stream. Gab mal ein witziges Vier-Panel-Comic, wie Link neben einem Goronen steht und der ihn fragt, ob ihm nicht heiß ist. Link, ausgerüstet mit dem Goronenhelm und dem Brustteil, sagt nö, wieso? Das letzte Bild zeigt Link dann, wie er mit der kurzen Hose in der Lava steht. Ey, Mann. Kann ich ihn kurz reinposten? Ja, warte, es ist, glaube ich, gerade kein Mod verfügbar, ne? Da müsste ich dir kurz ein Permit geben. Lass mich gerade schauen, dass ich raustabbe. Ausrufezeichen, Permit der Gönner, damit wir das auch hier im Chat einmal haben. Und zwar so müsste das eigentlich gehen. Jo, nice. Guck mal, wie wir hier mit der Technik, ne? Ui, wilde Zeiten. Ich will auch kurz reingucken.
Ah ja, da, Junge. Die Beine, oh Gott, da sehe ich mich auf jeden Fall. Da sehe ich mich. Sehr schön. Zelda-Comics, ja. Kann man nie genug von kriegen, oder? Und gibt ja auch immer einen Haufen Bums, wenn man einmal den Algorithmus so eingestellt hat. Oder den so eingestellt bekam von Insta und Co. Wunderbar. Umsetzung der Goronen und der Todesberg gefallen mir nicht so. Die Zora sind aber super umgesetzt mit den Fischköpfen, ja. Ja gut, man hat da natürlich schon Völker und Zonen, die einem mehr gefallen und weniger, ne? Aber rein objektiv finde ich das schon alles wirklich toll. Hat sehr viel Spaß gemacht, das zu entdecken und mit den Völkern die ersten Male zu interagieren. Ja, das sieht doch fast aus, als wäre das mitten auf dem Vulkan, oder? Das meinten sie vielleicht mit der Lava trotzen? Dass das diese Prüfung wäre? Dann haben wir hier... Hier, ja gut, das ist schon ein bisschen tricky. Aber schaut mal, da ist so eine Art Steinkrabbe. Seht ihr das da links? Aha. Ja, guck mal, das sind doch schon ganz andere Orientierungspunkte als eben im Wald. Im Wald, Alter. Im Schneewald, ja. Da oben ist auch irgendein riesiges Skelett. Ich glaube, damit können wir arbeiten. So. Und was haben wir noch hier drüben? Ja... Ja gut, das sind diese heißen Quellen, da war ich glaube ich schon mal, ne? Darüber. Okay, nehmen wir auch mal. Speichern. Okay, der Schneewalzer, den tanzen wir, ganz genau. So, noch eine Runde Arceus. Das Gameplay weiß bisher tatsächlich sehr zu gefallen, dennoch ärgert mich die Grafik. Und ich bin einer, der nun wirklich keine HD-Grafik braucht, solange sie in der Gesamtheit schön ist. Aber in diesem Fall ist es halt so verdammt lieblos hingeklatscht, ja. Ist halt schade und soll, darf und kann ja auch zu Recht kritisiert werden, ne? Aber ich habe nach wie vor mega Fun mit dem Game. Insofern, ja, da ist sowas von Luft nach oben, ne? Aber ich werde nachher bestimmt auch auf entspannt wieder ein paar Shinies hunten. Und das ist was ganz Wunderbares. So, Bild nochmal. Vielleicht fangen wir mit dem Vulkan einfach an. Und zwar relativ mittig, ne? Südlich... In der Mitte. Hier so vielleicht? Das müsste ich ja eigentlich sehen, wenn ich näher rankomme. Oder machen wir auch schön rot auf rot. Irgendwie da so. Sollte ich mich dann vielleicht zum Titan porten? Und vielleicht sehe ich dann schon, was da lauert, ne? Mal sehen. Ich prophezeie, das bei der heißen Quelle wird am schwierigsten. Ich freue mich voll. Ist es das mit den durch Ringe fliegen? Dann ja. Ist es was von den anderen? Dann ja, und da sind wir wieder. Okay, der Titan, die olle Echse. Ah, das war auch cool, ne? Auf einmal war es dunkel. Zack. Sehr, sehr wild. Ui, aber auch gewaltige Klänge hier, ne? Holla, holla. Moin, mein Schöner. Der Titan hat die Verheerung Ganon in Schloss Hyrule ins Visier genommen. Es ist zu gefährlich, sich ihm zu nähern. Ach so. Ja, dann hat mein Plan jetzt nicht so gut funktioniert. Ach, hier ist das Fliegen. Hier ist das Fliegen. Oh Gott. Okay. Okay. Was soll's, ne? Werden wir uns wohl mal angucken. Ich hoffe, meine Ausdauer reicht. Also, wer weiß, wie das Scaling letztendlich ist. Aber ich würde sagen, ich rutsche erstmal runter. Würde sagen, ich speichere nochmal. Und dann finden wir es raus, oder? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Und das ist mein liebster Weg von allen, Leute. Denn der Weg heißt rein. Bam. Okay, da geht's weiter. Was zum Fick? Wait, what? Oh, hä? Was soll das denn? Oh Gott, Link, lauf! Wir haben keine Zeit, Bro. Hör. Yes. Oh mein Gott, das ist ja kein Fliegen. Das ist ja hier fucking Marathon des Todes of Doom. Ganz unten. Oh shit. Mutig. Oh, zu mutig fast. Bruder. Ja. Nicht nur Fass. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich war sehr aufgeregt. Ich dachte, ich muss nur fliegen, aber das ist ja alles, Junge. Klettern, Timing, Tanzen, Singen, Springen, Hopsen. Aber kriegen wir hin. Alles cool. Jetzt weiß ich, was passiert. Jetzt machen wir das Ganze ohne Kopfschwung in die Lava und dann wird das bestimmt interessant. Geht los. So. Gleich darüber. Lava-Bad. Der gab es nicht auch bei Pokémon? Bad Lava-Stadt? War da auch irgendwas? Junge, mit Flavia als Leiterin und Quirtle, dieser Feuerschildkröte. Wilde Zeiten. Okay, da hoch. Jawohl.
So, und jetzt Obacht. Jetzt kommt der Teil, der ein bisschen tricky war. So. Ja, das wird, guck mal. Zack, ausgezeichnet. Darüber. Oh mein Gott. Jo. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Alles cool. Und durch. Jawohl, bisschen runter. Bisschen runter, nicht zu weit. Ja, zack. Einmal schlenkern. Bisschen Schlendrian-Modus hier, wie in WoW heute im Palast. Jetzt. Ja, ist okay. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Alles fein. Oh mein Gott. Das ist aber böse jetzt. So. Oh, Junge, mit der Lava dazu, ne? Mein Name ist Bear Grylls. Habe früher bei einer Sondereinheit der britischen Armee gedient. Und jetzt fliege ich mit dem Schlüpper meiner Oma hier durch irgendwelche Kreise im Vulkan. Ausgesetzt in der Hyrule-Wildnis. Cool. We did it. Schön gemacht. Hat mir gefallen. Ihr vierter Orden, los geht's. Jawohl. It's getting hot in here. Jawohl. Hot, hot, Leute. Hot summer. So sieht's aus. Ich hoffe, bald kommt ein neues Monrose-Album. Da ist er. Okay, ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich jetzt den Schrein wieder ewig suchen muss. Shadow-Lohn-Schrein, okay. Maybe gibt's da Lohn drin? Das wäre nice. Wieso Oma? Du hast den Schlüppi von einem Opa. Ja gut, kann auch sein. Ich weiß nicht genau, woran sich das dann unterscheidet bei meinen Großeltern. Und da bin ich sehr froh drüber, muss ich sagen. Demnächst bei Wetten, dass, ne? Wetten, dass dieser junge Mann die Unterwäsche seiner Großeltern unterscheiden kann. Oh boy. Shadowlon, neues Addon bestätigt. Der nächste Leak. Schnell auf Reddit damit, ne? Haben wir von so einem geheimen Blizzard-Mitarbeiter. Okay, wir haben Kisten, die fahren. Hat ein bisschen was von so einer Brutstätte in Horizon. Mein Name ist Shadowlon. Hier heißt seine Prüfung. Im toten Winkel. Okay, im toten Winkel. Okay, ich verstehe. Vermutlich sind die Truhen auch in toten Winkeln versteckt, oder? Das heißt, ich muss hier immer ein bisschen weiter klettern. Und die Kisten blocken das Feuer. Ich komme wieder nicht drauf klar, wie kreativ diese Entwickler waren. Was haben die gemacht? Wurden die in irgendwelchen Laboren eingesperrt und mussten da völlig neue Game Mechanics irgendwie auseinanderklamüsern? So, jetzt einmal rum. Jawohl, schön in Ruhe, Link. Wir haben Zeit, ne? Es geht nur um dein fucking Leben, Bruder. Sehr gut. Oh, wie mache ich das jetzt? Scheiße, unten dran? Nee, oder? Da kann ich mich gar nicht festhalten. Hinten dran? Oben drauf? Geht das? LOL, okay. Big Brain Move. So, da drüben geht's schon weiter. Jawohl. Das ist im Grunde der Weg zur Arbeit eines Amazon-Mitarbeiters im Lager. Ja, ist ja wirklich knapp, ne? Hat sich auch nicht so richtig angefühlt. Aber gut, es hat hingehauen. So, wir haben als nächstes Stacheln. Da sollte ich jetzt nicht oben drauf stehen. Ihr fahrt aber auch nicht runter oder so, ne? Ihr benehmt euch. Ja, die bewegen sich nicht. Das ist schön. Habt ihr letztens den Clip gesehen, wo auch einer so einen Zelda-Schrein gemacht hat? Und da ist sogar ein Wächter, the fuck. Der sieht mich nicht. Oh nein. Oh nein. So ein Zelda-Schrein gemacht hat, wo auch überall Feuer... Wow. Überall Feuer war und der hat immer mit dem Eisstab so nach vorne geschossen und ist dann in dem Eisschwall quasi mitgelaufen. Und hat darüber dann quasi das Feuer deaktiviert, zumindest lang genug, um dann durchzukommen, ohne auf Feuer an aus oder so achten zu müssen, ey. Richtig krank. Muss man auch erstmal wieder drauf kommen. Jo, wie outsmart ich jetzt die Wächter? Schneller klettern einfach? Schneller klettern, dass ich wieder hier drüben anfange und dann schon mal versuche, auf die andere Seite zu kommen? Maybe eine Idee, ne? Dass ich hier schon mal sitze? Aber der guckt doch dann auch in die andere Richtung, oder? Fühle ich gerade noch nicht, aber mal sehen. Mir wird schon was einfallen. Ja, wir könnten sie auch fighten, das stimmt, aber eigentlich geht's ja hier um die toten Winkel, ne? Und vielleicht... Oh. Gut, vielleicht fighte ich sie doch. Das war jetzt komplett scheiße, was ist passiert? The fuck? Wolverine mit 30 Monaten. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für die tollen und schönen Streams und für die tollen Leute im Chat. Ja, bist du einer davon, ne? Dankeschön.
Vielen Dank. So. Kann ich den nicht einfach auch von hier mit dem Pfeil? Warte mal. Hallo? Oh, jo. Da ist er weg. Du bist Freiwächter. Flieg, mein Vögelchen. Flieg. Und den auch. Putz. Ist ja scheiße für die gelaufen jetzt. Ich habe nur noch 8 Pfeile, ne? Was zum Teufel? Ich muss mal demnächst irgendwo normale Pfeile kaufen. Irgendwie Bazar hier in unserer Wüstenstadt oder so. Ja, der dürfte ja jetzt eigentlich keine Gefahr sein, ne? Ansonsten hätte man auch oben auf der Kiste stehen können bis zu den Stacheln, ne? The fuck, wie kannst du mich sehen, Bro? Oh Gott. Okay. Hätte man oben auf der Kiste stehen können, dann Pfeile schießen, dann kurz runter, ne? Geht auch. Ja, der hat schon vergessen, dass ich da war. Das ist so ein bisschen der demente Wächter hier. Aber das ist okay, Bruder. Das ist gar kein Problem. Ich mag dich sogar mehr als die anderen. So, dann können wir jetzt hier rüber. Hoffentlich ohne erschossen zu werden. Das ist schon mal super. Und dann könnte ich hier jetzt weiterfahren. Der hat hier echt rübergeballert, ne? Kollege, ey, komm da gleich rüber. Ich schreibe einen Elternbrief, ne? Weiß zwar noch nicht für wen, aber wird schon sehen dann. So nämlich. Oh, da drüben muss ich dann Eissäulen machen, ne? Das heißt, ich darf vermutlich hochgehen. Wir nehmen schon mal das Kryo-Modul. So. Da habe ich ja auch vor langer, langer Zeit in einem Schrein gelernt, wie man diese Säulen am besten machen kann. Was zum Fick? Okay, kann ich die mit einer Eissäule fangen? So? Ah, nein! Nicht so. Ein bisschen... Wait, ist die magnetisch? Wait a second. Oh mein Gott, sie ist magnetisch. Ah, und da ist Feuer. Oh Gott, die Panik. Kann ich die jetzt nicht einfach fangen? Oder kriege ich die jetzt auf den Kopf? Oh, ja, Autschi. Vielleicht geht das. Junge, die kommt aber super schnell. Das wird doch wieder nichts. Jetzt, komm. Oh Gott, das muss ja jetzt sofort sein, ne? Richtig reflexmäßig. Komm jetzt, Kiste. Zeig dich. Ja, das war ja richtig on point. Was passiert denn, wenn ich hier mehr Eissäulen mache, dass sie... Wie sie auch vorbeigeflippt kommt, Mann. Was zum... Junge, beruhig dich doch. Ja, so. Nein, jetzt rutscht... Mann. Wieso denn? Na, was zum Fick, du dumme Sau. Leute, ich mag die Kiste nicht. Ich bin ehrlich. Ich mag die irgendwie nicht. Ja, Titan, kein Problem. Aber die Kiste, Leute, die bumst nicht einfach. Die nimmt mich mies auseinander. Gut, das probieren wir dann nochmal. Und ich glaube, so ähnlich kann das schon klappen. Aber Junge, die war ja richtig zornig. Was zum Teufel? Ich habe ihr doch nur wirklich nichts getan. Und dann ist da wieder irgendeine Scheiße drin. 20 Holzpfeile wären geil, aber wird sie nicht gönnen. So, jetzt kracht sie auf der Seite runter, ne? Was passiert, wenn ich so mache? Mal gucken. Oh, ja, geht die trotzdem nach unten, Junge. Kannst du wieder keinem erzählen. Aber sie ist da kurz langsam genug. Maybe klappt es jetzt mit dem Magnetmodul, wenn sie hier kommt. Aha! Du miese Kiste. Wehe, du rutschst jetzt hier trotzdem am Eis weg. Kack dir in dein Kopfkissen. So. Sehr schön. Feuergroßschwert, ja. Bin ich Fan. Die Kiste schreit, halt mich auf. Halt mich zurück. Ach, schön. So, was hau ich denn weg fürs Feuergroßschwert? Noch eine Wächterwaffe? Das Ding ist, ich heb die beiden hier auf, ne, und benutze sie eigentlich nie. Aber deren Zeit wird bestimmt kommen irgendwann. Irgendwann. Antikes Schwert, Wächterschwert, Eislanze weg. Ne, normale Lanze weg. Normales Schwert weg, Axt weg. Ach, ich weiß nicht. Ich habe halt hier die Elektrolanze, dann kann ich eigentlich auf die Wächterlanze scheißen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Und dann hätten wir schön die Elementarwaffen mit am Stissel. Haufen Wächtergelöte habe ich ja immer noch. Insofern fliegt die, glaube ich, raus. So. Tschüss. Und dann gönnen wir uns das Feuerschwert. Sollte ich jetzt nur nicht anlegen direkt, sonst schmilzt mein Eis vermutlich weg, ne? Das wäre nicht so cool. Okay, was mache ich mit dem Feuer? Ich schätze, ich komme da mit der Kiste nicht rüber, ne? Das heißt, ich werde mir hier so eine kleine Brücke bauen dürfen, um dann nach oben zu klettern. Jetzt muss ich nur aufpassen. Welche Säule hatte ich denn zuerst? Die in der Mitte, ne? Das heißt, ich sollte vielleicht von hier so eine Treppe bauen. So. Jawohl, dann da drauf. Okay, und dann da rüber. Ja,
Ah, der Plan, Leute, er funktioniert. Ich freue mich. Eine rutschige Angelegenheit. Himmel, ich vergesse sogar, dass ich am Angeln nebenbei bin, weil so interessant. Ja, war spannend jetzt mit der Kiste, ne? Kann ich verstehen. War ein Link zum Clip. Ja, unser Bot macht da leider keine Unterschiede, die miese Sau. Aber wenn ihr schöne Clips macht, Freunde, dann sehe ich das nach dem Stream und packe die dann in unseren Streamclips-Channel im Discord. Also die kommen nicht weg. Dankeschön für eure Clips. Wie sind eure Meinungen zu den neuen Pokémon-Ankündigungen? Mega Bock. Ich hoffe nur, dass wir da nichts überstürzen. Wir hatten jetzt echt viele auch große Pokémon-Games irgendwie relativ zeitig hintereinander. Na? Denke mal, das läuft dann über unterschiedliche Teams und so. Ne? Es ist, denke ich, nicht so, dass ein Entwickler immer alles macht. Sonst ja, hätte ich dolle Angst, dass das ziemlich gerusht und kacke wird, das Game. Aber was ich gesehen habe, hat mir Bock auf mehr gemacht. Ich liebe auch die Starter-Pokémon. Und ja, ich habe Bock auf jeden Fall. Ich hab Bock. Kraft schlachtet Titanen, vernichtet die Legion, bannt Ganon und zwingt jeden Gegner in die Knie. Auch Kraft verreckt an der Kiste. Ja, ist nicht so gut gelaufen, muss man sagen, ne? Also, wenn das Vögelein meine Ballade schreibt, dann würde ich gern diesen Teil rausstreichen wollen. So, jetzt hier drauf. Muss ich jetzt schnell sein wegen dem Wasser da drüben? Vermutlich, ne? Aber da bauen wir uns einfach eine schöne Treppe und insofern da jetzt keine Kiste von oben runterfliegt, glaube ich, das wird. Big Bull, gute Nacht. Danke fürs Reinschauen. So, wir machen das wie beim Sonnentänzer und starten ein bisschen niedriger. Und Daniel schön in Ruhe nach oben hier. So, jawohl. Zack, das wird. Ja, er kann ja auch da drüben mal noch einen hinmachen. So, schön die Treppe hier, Junge. Jawohl. Und dann da noch einen. Ausgezeichnet. So. Guten Morgen. Schönen guten Morg, wie wir zu sagen pflegen. Ich bin's. Der Link. Tada. Ich werde wohl kein Pokémon mehr kaufen, weil mich Arceus so deprimiert hat. Boah, das ist schade. Aber vielleicht kommt ja auch da irgendwann der eine Moment, das eine Game, ja. Und dann hat's dich auch wieder. Aber wenn man sagt, ich brauche jetzt mal eine Pause von so einer Reihe, ey, das ist ja nicht anders, wie wenn man sagt, ich brauche mal eine WoW-Pause oder was weiß ich, ne, wird mit jedem Genre irgendwie funktionieren, eine Shooter-Pause, dann sollte man sich das nehmen. Absolut. Zeichen von Rudania. In seinem Bestreben, einen Titanen zu steuern, stellte sich der Träger dieses Zeichens einer Prüfung des Feuers. Auf 3 Zeichen folgt eine neue Herausforderung. Sammle diese 3 Zeichen für eine neue Herausforderung. Und lass dir keine Kiste auf den Kopf fallen. Noch 2. Dö, dö, dö. Tschüss, Herr Priester. Cool, haben wir schon eins. Ja, guck mal, wie das lief mit dem Kartenlesen. Aber jetzt kommt der Schmerz, Leute. Wir haben erst eines von 3. Ja, so sieht's aus. Ich brauche eine Pause von Arschlöchern. Oh, da bin ich aber auch dabei. Da sind wir, glaube ich, alle dabei. Ne? So, Leute, wie sehen denn die anderen Fotos aus hier? Das war jetzt genau beim Vulkan, das war ja easy. Das hier war mit dieser Steinkrabbe in der Lava. Ist sie vielleicht so auffällig, dass das als Hinweis schon reicht? Steinkrabbe, da ist sie wirklich. Grabinsel, ey Mann. Und hier oben, ich schätze mal dort, ne? Da könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ich habe nur schon wieder all meine Markierungen sonst wohin geballert. Nehmen wir die gerade mal weg. Und dann können wir die da hinsetzen. Ich brauche eine Pause von allem. Ja, auch schön. Kann ich durchaus verstehen. Ich habe da überhaupt nichts in der Nähe, ne? Was ist denn das hier überhaupt für ein Ort? Der sieht ja auch ganz interessant aus. Boah, wenn ich da diese Steine schon sehe mit so einem Punkt drauf, ne? War ich da überhaupt mal in der Nähe? Ne. Not even. Was habe ich denn da gemacht eigentlich? Junge, das war der Hinox-Fight, oder? Oh mein Gott. Da war ich ja überall in diesem Stückchen Wald. Holy shit. Na gut. Ich glaube, wir reisen nochmal zum Titan und dann versuche ich da so ein bisschen rüber zu fliegen, oder? Maybe klappt das. Mewtwo wohnt da. Kann auch sein, ja. Richtiger Witzbold am Werk mit Crab Island. Großartig. Grün kannst du auch löschen. Das Mark kannst du auch löschen, ja. Muss ich gleich mal machen. Eigentlich habe ich mir ja vorgenommen, vor 20 Streams oder so,
dass ich die Mals sowieso immer nach jedem Stream einmal aufräume, aber ne, wie es so ist. Getoyo, hi, alles cool. Hoffe bei dir auch. Was ist denn das für ein Schild eigentlich? 100 berühmte Berge von Hyrule. Nummer 100, Todesberggipfel. 100 berühmte Berge. Ja, kein Wunder, dass ich die Schneeberge nicht gefunden habe. Okay, ich muss zu Rot. Ah, da komme ich da am Titan jetzt wieder nicht vorbei, ne? Es ist zu gefährlich hier, heißt es dann. Zu gefährlich im hohen Gras, du brauchst ein Pokémon. Ja, tatsächlich gönnt er gar nicht, ne? Unangenehm. Wir gucken ja jetzt auch abends immer mal wieder die ersten Pokémon-Staffeln, die ersten Folgen, ne? Ist ja auf Netflix alles. Und da sagen die unterschiedlichsten Arena-Leiter und Officer Rockies und Schwester Joyce dann auch immer mal Pokémon und mal Pokémon und so weiter. Holy hell, langsam weiß ich, warum mein Vater damals immer sagte Monke Ponke Tu. Vermutlich hat das irgendein Charakter tatsächlich so genannt, ne? Junge. Mit Revali, ja, wäre auch eine Idee. Ich hätte sonst jetzt versucht, ein bisschen weiter unten, aber maybe tryen wir erstmal unseren geilen Aufwind und gucken, ob wir damit den Titan so ein bisschen besser umfliegen können. Ja, sieht gut aus. Okay. I like. Sturmwindkluft. Sicher, dass Zelda von Nintendo und nicht von Blizzard ist. Ja, das wird alles aufgekauft hier, Leute. Disney und Microsoft kaufen alles. Da ist ein Schrein direkt. Ui, das wäre interessant. Okay, aber ich will auf diese Insel. Was wird denn auf dieser Insel sein? Soll ich da der Lava trotzen? Wird das so ein kleines Event sein, wo ich Sachen ausweichen muss? Wie so ein Mario Party Minispiel? Oder sitzt da jetzt so ein Felsendude? Das Problem ist, für den Felsendude habe ich keine Waffe, um das Erz zu zertrümmern, ne? Wie mache ich das denn? Blitze drauf? Noch eine extra Bombe drauf? Boah, das wird glaube ich, unangenehm. Die Insel ist ein bisschen zu klein für einen fetten Steingegner, oder? Ich kann es gerade wirklich gar nicht einschätzen. Ich versuche erstmal da drüben zu landen, obwohl meine Ausdauer reicht gar nicht für irgendwelche Spirenzchen hier. Jo. Und passt. Dachte ich, ja, okay. Hallo. Was bist du? Ach so. Du bist so ein, Bruder, mach mir nicht fertig jetzt. Du magst doch Bomben, oder nicht? Hier, saug die doch ein. Zack, genau. Okay, das hat schon mal funktioniert. Und ich glaube, ich bin richtig. Da stecken ganz viele Schwerter. Okay. Ich speichere mal. Geht auch mit normalen Waffen? Okay. Wäre jetzt meine Angst gewesen, ne? Dass das Erz auf seinem Rücken dann sagt, ha, ha, ha. So nicht, du Keck. Aber anscheinend ist es nicht genau auf diesem kleinen Inselchen, sondern womöglich da drüben. Ja, da komme ich doch aber gar nicht rüber, oder? Scheiße, wie komme ich denn da rüber? Revalis Sturm ist bereit. Junge, das war ja dieses andere Timing jetzt, oder? Holy shit. Ich gucke aber nochmal vorher ins Album. Das ist... Naja, das ist schon auf dieser Insel, oder? Ich würde sagen, das ist hier. Oder noch ein bisschen weiter weg. Mitten in der Lava? Diese Octoroks kannst du rostige Waffen und Schilder einsaugen lassen und die spucken dann saubere wieder aus. Junge, das ist ja wie dieser Katzendarm-Kaffee, nur andersrum. Siehe da. Interessant. Oder ist das da, dieser brennende Hügel, einfach der Boss? Aha. Mega Magmarok. Oh, shit. Mega Magmarok. Alles klar. Ich freue mich voll. Richtig Bock. Was nehme ich denn? Master Schwert. Schild passt. Das ist alles cool. Das ist alles ready. Ja, dann gucken wir mal, oder? Zack. Ein schöner Tag für die Lego-Insel. Versuche mich mal so ein bisschen anzunähern. Bücherwurm, hallöchen. Junge, ich hoffe, der kommt da auch raus, ne? Kann ich überhaupt auf den drauf? Mal Eintrag lesen vielleicht. Ja, das könnte eine gute Idee sein. Wo war denn das? Systemtasche, Tagebuch? Ne, es war das andere Menü, oder?
Module, Album, Hyrule Handbuch, ja. Mega Magma Rock. Unbekannt, cool. Verbreitungsraum. Dieses Ungeheuer ist eine Unterart der Magma Rocks, die sich als geschmolzener Fels tarnt. Es verbringt viele Jahre in Lava verborgen und wächst dort zu enormer Größe heran. Seine Kraft ist gewaltig und es strahlt starke Hitze ab, die für beständige Aufwinde in seiner Umgebung sorgt. Die Bezeichnung Mega ist wohlverdient. Okay, Aufwinde. Das ist natürlich interessant. Vielleicht kann man damit dann arbeiten. Aber wir gehen erstmal ran. Man darf gespannt sein. Krabs, mach's gut. Danke fürs Reinschauen. Ich wechsle auch mal noch das Modul auf Bombe. Und dann zeige ich ihm gleich mal, wer hier mega ist von uns beiden. So groß bist du bestimmt gar nicht, oder? Du tust doch nur so, du Eumel. Verarsch mich nicht. Oh shit, der ist... Jawoll, Junge, wahrscheinlich. Kann ich dich überhaupt treffen mit meinen Bomben, ne? Wegen den Aufwinden eher nicht so. Okay. Frage ist, kann ich auf dem überhaupt richtig landen? Oh, scheiße, er hat mich komplett getrickt. Du Räudiger. Hör auf, dich zu bewegen. Rüdiger, mach nicht diesen jetzt. Bam. Okay, das hat schon mal ein bisschen... Putz. Oh, Link, Junge. Mach nicht diesen. Scheiß die Wand an. Was ist denn das für ein Fight hier? Ist ja komplett krank. Ich verliere auch Leben, ne? Der ist so heiß, der Kollege. Aber was soll's. Ich zieh durch, Leute. Ich zieh durch. Haben wir halt heiße Socken, dann ist es so. Oh nein. Oh. Scheiße. Oh mein Gott. Maxi Wildgemüse, ja. Gönnen wir uns. Okay. Soll ich vielleicht aus der Luft mit Bombenpfeilen arbeiten? Ist das vielleicht eine coolere Idee? Lass mal gucken gerade. Na gut, Bombenpfeil eher nicht, ne? Feuer auch eher selten. Selten. Wenig Schaden, würde ich sagen. Der normale vielleicht ein Eispfeil. Putz. Oh shit. Nein. Wie unangenehm. Okay. Aber er ist abgekühlt, ne? Also generell war das ganz geil. Ich habe aber eher damit gerechnet, dass ich jetzt deutlich mehr Schaden drücke. Oh, Link, mach kein Mist jetzt. An, zack. Ja, sehr gut. Master Schwert geht zur Neige. Die Blitze einmal drauf. Putz. Yo, das war gut. Ich muss nur eine andere Waffe nehmen. Die wär's mit... Hatte ich nicht noch was Eis? Ja, Eisgroßschwert. Yo. Da hat der Safe so gar keinen Bock drauf. Wenn ich's treffen würde, ne? Scheißteil, Junge. Aber wie lange er doch abgekühlt ist durch den Eispfeil, das finde ich ja enorm. Link, was machst du, Bro? Jetzt. Zack. Schön Eis drauf. Jawohl, sieht gut aus. Zack, immer drauf da. Jawohl. Schön auf den Kopf hauen. Er ist ein bisschen verwirrt. Oh, nein. Bruder, mach mich doch nicht fertig hier. Holy shit. Der hat ja wirklich so gar keinen Bock auf meinen Scheiß. Ciao. Warum moved er denn so unkontrolliert random? Eben stand er 10 Sekunden still. Auf einmal flippt er komplett aus, Mann. Oh mein Gott, ich werde eins mit Magma. Ja, ist so. Oh mein Gott, okay. Bin wieder drauf. Ja. The fuck? The fuck? Junge, ich stehe doch noch nicht. Was ist mit ihm? Oh mein... Bruder, darf ich kurz? Dankeschön. Das ist sehr nett. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Frage ist nur, hat er jetzt seine Winde ausgemacht oder... Warum komme ich jetzt nicht mehr nach oben gerade? Ja, again, ouchie, ich verbrauche jetzt all meine Feen. Hä, ich weiß gerade nicht, was abgeht. Warum? Hä? Muss ich Rivali benutzen? Okay. Interessant. Zack. So, einmal abkühlen, mein Freund. Hier sind die Winde auch wieder präsent, finde ich gut. Ich pfeife mir nochmal was zu essen rein. Junge, was war das gerade für ein Gewitter hintereinander weg? Und dann hatte mein Segel nicht mal Bock. Ich prangere das an, dieses... Bruder. Jetzt mal unter uns. Du hast nur noch ein fucking 10. Leben. Beruhig dich jetzt mal.
Junge! Und es geht schon wieder nicht mit dem Gleiter. Ich weiß nicht warum. Vivali again. Zack! Here we go. So. Ja, jetzt mach irgendwas. Okay. Damit kann ich umgehen. Treffer. Versenkt. So. Jetzt kannst du so ganz gerne stehen bleiben. Nee, macht er nicht. Er smasht sich nochmal fett auf den Boden. Junge. Wie er moved, ne? Das ist ja unglaublich. Eben war das so einfach drauf zu landen. Und jetzt hat er einfach die Phase gewechselt, ne? Und ist der Ultra-Bot. Junge. Holy hell. Hör auf jetzt. Fetz. Lass dich töten, du miese Ratte. Komm schon. Scheiß. Erzteil. Also der ist ja frech gewesen zum Ende hin. Holy fuck. Ey, die ersten 90%, ne? Einfach ganz lässig draufgezimmert und die letzten 10 enrage sein Onkel. Das war ja super nice, Mann. Ja, so ist das, ne? Wenn man sich zu sicher wähnt. Auf einmal schmeißt er den halben Vulkan, Junge. Oh mein Gott. Ja, aber we did it. Ich glaube, 2 Feen sind tatsächlich draufgegangen, ne? Oh mein Gott. Ich meine, dafür sind sie da, aber... Also... Ich bin sehr unzufrieden mit diesem Fight. Sehr unzufrieden. Ich glaube, für die YouTube-Version schneide ich die letzten 10% einfach raus. Ich schneide so, dass so aussieht, kurz bevor er mich das erste Mal runterschmeißt. Dass dann die Sequenz kommt, ne? Ah, boy, ja. So kann das laufen, ne? Einmal nicht aufgepasst. Komplett Snowball des Hasses. No Squirrels, vielen Dank für die 5 wunderbaren Abos. Dankeschön, Dankeschön. Das feurige Pflaster, das meine Wunden heilt. Oh, Junge. Ja? Wie hat es die Beschreibung so schön gesagt? Das Mega kommt nicht von ungefähr, ne? Ah, aber lass den Teil drin, wo ihr dir beide Arme ins Gesicht ballert. Junge, ich stand halt nicht mal, ne? Was ich aber auch wirklich nicht gerafft habe, ich meine, vielleicht war ich auch zu lost oder so. Ja, es war einfach zu viel, was ich aufsummierte und dann habe ich ja immer so ein bisschen Panik und komme nicht klar. Aber warum hier auf einmal der Gleiter nicht mehr ging, habe ich irgendwie verpeilt. Vielleicht haben sich die Winde verlagert oder sowas, ja? Revalis Sturm ist bereit. Craft spielt sogar keinen M-Plus mehr. Also ich selber war nie der große M-Plus-Freund. Ich mache immer, wenn wir raiden gehen, einmal die Woche einen Key, um so ein bisschen meinen Raid über das Gear aus der großen Kammer zu supporten. Aber ansonsten, nö, wenn ich nicht muss, mache ich keinen M-Plus. Und aktuell lohnt sich's ja noch nicht, ne? Insofern, nee. Nee, nee, nee. Du hast einen Move dafür, aber tot ist tot, ja. Tod ist tot, das stimmt. Aber all das war noch nicht so schlimm wie die Kiste gerade. Dann lieber 2 Mega-Magmarons, Roxmons, als eine Kiste auf Eis. Was haben wir hier? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Kamira Omuna. Im Namen der Göttin sollst du geprüft werden. Okay, bewegliche Ziele. Oh, Junge. Ich sehe eine Kanone und ich sehe eine Bombe, okay. Okay, okay. Das heißt, ich sollte vor allem die Runde nehmen. So. Und dann könnte ich die schon mal reinladen. Ich weiß jetzt nur gerade noch nicht. Die muss ich einfach drehen hiermit, oder? Ich nehme mal hier einen Einhänder. So. Und dann... Bam. Jo. Das ging ja schon mal ganz gut. Ah, das war erst der erste Teil. Vielleicht fliegt die Kugel gleich da rein. Nee, das wäre es jetzt gewesen. Oh mein Gott, und das bewegt sich jetzt for real? Nein. Es hält inne. Nein, es wollte mich nur verarschen. GG. Kannst dich bald darauf freuen, wieder viele Commentaries von mir zu bekommen. Ja, cool. Ich laufe zwar selber nicht gern, aber ich kommentiere es eben sehr, sehr gern. Wenn du dich noch an Albus Dumble erinnerst, absolut, waren immer schöne Plays. Haben wir noch einen Healmonk und einen SV-Hunter dafür gemacht. Ja, cool. Also auch in Sachen Commentaries war jetzt natürlich auf dem Kanal ein bisschen Ebbe, ne?
weil eben auch da alle auf die neue Season gewartet haben und so, bilde ich mir ein. Zuletzt kam ja der Hexer. Und da freue ich mich schon auf viele tolle Einsendungen zur neuen Season, weil, ja, selber spielen eher mäh, aber gucken und kommentieren, Junge, bin ich am Start. Definitiv. So, gucken wir mal, ob das was wird hier. Oder ob mich das bambuselt. Nö. Timing ist da. Sehr, sehr schön. Jawollo. Dann können wir in die nächste Ebene. Du meinst, ich brauche gleich die Controller? Das wäre ja passend. Ich habe sie ja heute neben mir liegen extra. Da sind sie wirklich. Okay. Nur erstmal gucken, wie hier was funktioniert. Also hier kann ich wieder die Kanone drehen. Aber was mache ich hier? Bewegen. Ja, pass auf. Das heißt, ich nehme jetzt die Controller, die Joy-Cons sind das ja von der Switch, in die Hand. Und muss gerade nur mal gucken, wie rum. So rum. Ja, ich wechsle jetzt vom Controller auf diese guten Teile. Die übrigens auch genauso aussehen, wie da gezeigt, ne? Okay. Und damit bewege ich das ganze Ding. Ach du Scheiße. Okay. Okay. So rum ist, glaube ich, nicht so richtig zielführend. Vielleicht eher so rum. Ja, das könnte doch gehen, oder? Wenn das so bleibt. Glaube, das könnte gehen. So, ich bleibe mal auf den Joy-Cons. Das soll ja aber bestimmt nicht genau so sein, oder? Wie habe ich die denn gedreht, dass diese Position rauskommt? Stehe ich auf dem Kopf, oder? The fuck? Okay, du kommst da rein. So. Und dann drehen wir jetzt die Kanone. Und dann sagen wir Feuer frei. Na aber. Junge. Was ist jetzt mit dem Teil? Das fährt hoch. Muss ich das dann so drehen, dass die Kugel durchfliegen kann? Das könnte sein, ne? Lass mal sehen. Haben wir irgendwo eine Möglichkeit, dass sie durch... Oh mein Gott, so vielleicht? Warte, wie mache ich das? Ja, vielleicht wirklich so in der Art? Dass sie da durch und dann dagegen? Reicht das so vielleicht schon? Boah, das sieht nicht richtig aus, ne? Aber ich habe auch kein Gefühl dafür, wie genau die Kugel fliegt. Hallo? Hör mal, du sollst da reinrollen. Unglaublich. Sabotiert mich schon die kleine Kugel. Zack. Okay, mal gucken. Bam. Aber wenn sie da durchrollt... Ich würde es gern nochmal in richtig sehen. Das war ja jetzt auch vom Schuss her nicht so geil, ne? Zack. Na, nein. Oh, nee, das ist... Nee, das ist nicht richtig so. Wäre aber cool, wenn es geklappt hätte. Vielleicht ja, wie drehe ich es denn in die Richtung? Oh Gott, wenn ich... Die Öffnung ist ja schon wichtig, ne? Die Öffnung ist ja wichtig, da kommt das Essen rein. Muss man ja erstmal auch auf die Joy-Cons selber klarkommen, Junge. Schlimmer als das erste Mal Invasier hier gerade. Ich überlege noch, welche Richtung am sinnigsten wäre, zumal ja das getroffene Ding auch mitbewegt wird, wenn ich mich nicht irre. Und die Kugel muss ja eigentlich durchfliegen, weil drunter oder drüber geht ja nicht, ne? Die Höhe der Kanone ist ja fix. Die ist ja fest. Daran kann ich nicht viel rütteln. Die Frage ist jetzt nur, wie drehe ich es denn komplett so? Jetzt rutscht es da runter. Ich wünschte, ich würde wissen, was ich tue. Hoch, runter, nach links oder rechts und die Hände drehen. Die Hände drehen. So. Und vielleicht... Ne, jetzt macht der Blaue gar nichts mehr. Oh, das ist tricky, Junge. Warum kriege ich sowas um 23 Uhr serviert? Oh Gott. Okay. So, und jetzt zur Seite. Ja... Nee, warte, so, ja und jetzt den Hintern hoch, ja, das ist schon so ähnlich, oh Gott, das ist alles ganz scheußlich. Oh mein Gott, wo hatten wir noch so einen Schrein vor? Hateno, glaube ich, ne, den ich nie gemacht habe. Das passiert, wenn ich den rechten drehe. Ja, das könnte ja so, warte mal, so.
Und mit dem linken? Ne, bei dem passiert einfach erstmal gar nichts. Okay. Das heißt, vielleicht dann so? Ja, ein bisschen noch? Ein bisschen noch? Ich glaube, es wird. Ne, warte, jetzt verkacke ich es wieder. Ah, nein. Ja. So, warte. Rum? Rum, andersrum im Idealfall. So vielleicht? Nee. Naja, wobei. Wobei. Das war vielleicht gar nicht so schlecht jetzt. Wie ich den Controller halte, Mann. Halte ich den falsch rum? Liegt es vielleicht daran? Nee, ne? Einfach nicht so einfach. Vor allem finde ich seltsam, egal was ich mit dem linken Controller mache, es passiert halt gar nichts. Jetzt wippt es so ganz leicht. Soll das so sein? Oder liegt es vielleicht daran, dass der eigentliche Controller, mit dem ich sonst spiele, dass der noch angeschlossen ist? Weil die Movements machen gerade für mich keinen Sinn. Ich gucke mir gleich den Arm aus, Junge. Ja, ist so. vielleicht so? So? Nee, auch nicht. So vielleicht. So könnte sein. Oh! So könnte maybe sein. Ja, naja. Mal gucken. Okay. Zack. So. Vielleicht passt das ja irgendwie. Also es sieht immer noch nicht richtig aus. Vielleicht ist es sogar schlimmer als vorher, aber was soll's. Ich bin zu unfähig für die Joy-Cons. Nein! Nein, sie fliegt genau gegen die Kante. Das heißt, ich müsste die Kante... Ja, jetzt hat sich's resettet, verdammt. Ich müsste die Kante irgendwie nach vorne kriegen. So, pass auf. Also der linke Joy-Con macht, wie gesagt, gar nichts. Das heißt, ich nehme mal nur den roten. Nur den roten. Wenn ich den nach links drehe, kippt es so rum. Drehe ich ihn nach rechts, kippt es so rum. Dann fliegt auch das darunter. Das heißt, jetzt ist die normale Ausgangsposition. Kippe ich den nach vorn, dreht es sich so. Das heißt, so rum. Aber wie kriege ich das Tor nach vorne? So rum, ja auch nicht. So rum auch nicht. Es dreht sich so weird, ne? Ganz, ganz seltsam. Wenn der Meier den Controller auf den Rücken... Ich glaube, das würde dann auch exakt so aussehen. So, Problem ist jetzt, dass das Teil davor hängt, ne? Aber was ist denn, wenn ich es jetzt ganz langsam... Ganz fein... Naja, das Problem ist ja die Kante gewesen, ne? Aber so vielleicht... Real Talk, so könnte maybe gehen, weil wir haben jetzt ja auch das Problem mit der Kante nicht mehr, ne? So, mal gucken, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, bilde ich mir ein. Mal sehen. Das ist auch so ähnlich wie M Plus hier gerade, wo wir eben von sprachen. Zack, mal gucken. Jetzt, Kanone, mach mich stolz. Hey, der Großmeister, ja. Der Großmeister, da hat er es geschafft. Ey, das war aber gerade... Am meisten hat mich irritiert, dass halt der linke Controller nichts gemacht hat. Ich habe mir eingebildet, beim letzten Mal konnte ich das mit beiden so ein bisschen austarieren, aber jetzt musste ich ja gefühlt die Movements komplett neu lernen, ne? Was, welche Neigung macht und so weiter, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen durch von dem Fight gerade. Kann auch sein. So, wir haben... Da drüben noch eine Truhe. Die Frage ist, was mache ich mit der hier? Hier könnte ich eigentlich bedenkenlos runter. Ich glaube, ich wechsle auch erstmal wieder auf meinen Controller. Mal gucken. So. Jawohl. Ah, das mollig warme Gefühl des Controllers. Sehr, sehr schön. So, und die Kugel muss ich irgendwie von da oben, die Kugel sage ich schon, die Kiste da runter kriegen. Ist das was... Was brennen kann. Nee, das ist Metall. Metall. Mit einem Magnetmodul irgendwas machbar? Nein. Ja, aber... Hä? Ich komme ja auch nicht rüber. Ich muss irgendwas kaputt machen. Damit die Truhe runterfällt, nehme ich mal an. Mit Stase können wir nichts machen. Magnet auch nicht. Dann geht ja eigentlich nur Feuer, bilde ich mir an. Gucken wir mal. Eben hatten wir Eis gebraucht. Vielleicht ja jetzt
So ein bisschen Feuer? Ja, nein. War das zu hoch schon? Warte mal. Wo steht denn die Truhe genau drauf? Ich hätte jetzt gedacht, da oben. Aber maybe steht sie da auf diesem Holzding schon, oder? Könnte das sein? Ich dachte, da steht sie drauf. Aber da ist ja so ein Holz nochmal. Das aber leider auch nicht so brennt, wie ich das erwartet habe. Hä? Warte. Das gucke ich mir nochmal von hinten an. Aber es muss eigentlich was mit dem Bogen sein, oder? Nein, warte! Warte. Es muss nichts mit dem Bogen sein. Ich kann die Kanone einfach rüberdrehen, oder? Dann kann ich mir die Pfeile sparen, sagte er, nachdem er 50 Stück verschossen hat. Legolas, was sehen deine Elbenaugen? Maybe geht's ja einfach mit der Kanone, wenn ich darüber ziele. Ah, da ist sie. Ja, also Bogen geht, glaube ich, auch. Aber maybe können wir das ja so drehen. Sag mal, die wollen mich hier nochmal verarschen auf die letzten Meter heute. Merkt ihr das? Einmal ganz rüber, bitte. Und oh, doch nicht ganz rüber. Warte, so. Zack. Mal gucken. Ja, aber das kann gehen, oder? Dass die Kugel das Holz quasi zerballert? Ich glaube schon. So. Da rein. Wunderbar. Jetzt nochmal ein bisschen genauer zielen. Achtung. Zielwasser. Und putz. Hey. Nice. Na, das hat wenigstens direkt geklappt. Tschüss, Kugel. Danke für deinen Einsatz. Und die Kiste ist jetzt vermutlich magnetisch und dann kann ich die so rausheben, ne? Das würde ja passen. Shion, hi. Ich komme gerade aus Liams Loyalitätsmission, komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Ja, nice. So muss das sein. Weil sonst komme ich ja auch nicht an die Kiste ran, ne? Magnetisch. Und rüber. Yay! Und da sind jetzt 100 Holzpfeile drin, Leute. Ich freue mich. Los geht's. Ja, also dafür können wir viele Holzpfeile kaufen. Das ist schon in Ordnung. Gönne ich mir mies. Der kommt in meine Tasche. Aber hallo. Wunderbar. Ich war ja gerade in der Notaufnahme und ich habe mich lange nicht mehr so dumm gefühlt. Aber zum Glück kann ich schon wieder über meine Dummheit lachen. Liegt vermutlich an den Schmerzmitteln. Was hast du getan? Brotschneidemaschine. Oh, Bruder, und das auf den Sonntag. Was machst du, zwergischer Lord? Mann, wünsche dir eine gute Besserung. Ich hoffe, alles okay soweit. Der Finger scheint ja noch dran zu sein, ne? Ah, der Schreck zum Abend. Mann, ja, dann kann die Woche jetzt aber nur besser werden, oder? Das ist ja dann die große Hoffnung. Da hat Zwergi einmal für uns alle reingeschissen, damit es dann mit dem Montag für uns alle nur geil laufen kann. Ja, das finde ich sehr heldenhaft. Ich sag's, wie es ist. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen von Rudania. Dankeschön. Ja, cooler Schrein gewesen. Sehr, sehr cool. Auch mit der Prüfung davor. Ich werde heute noch wach liegen und mich fragen, wie mich dieser Magmarock bei den letzten 10% wirklich so zerfetzen konnte. Das war ja, als hätte ich noch nie Zelda gespielt. Junge, dass das Game mir immer wieder solche Momente bringt, ne? Das ist eigentlich auch unglaublich. Aber gut. Und dann hier mit dem Joy-Con. Herrlich. Aber ich habe da Spaß dran. Und das ist immer die Hauptsache. So sieht's aus. Nur noch eines, ja. Ein Siegel fehlt noch. Ich glaube, das holen wir heute aber nicht mehr. Ich würde aber gerne noch den Schrein machen, den ich hier gesehen habe auf dem Hinflug. Der stand doch hier auch ganz in der Nähe. Wobei ganz in der Nähe in Hyrule auch immer... Ja, so eine Sache ist, ne? Ach was, Magmarok, die Truhe war der Hit. Im wahrsten Sinne, die war sogar ein bisschen zu sehr der Hit, ne? So ein Ding war das, ganz genau. Okay, die Frage ist jetzt nur, wo war denn das mit dem Schreien, den ich gesehen habe? Fliege ich einfach nochmal zum Titan für die Übersicht? War der da drüben einfach? Dann müsste ich ja hochklettern und das eigentlich sehen können, ne? Na, wir machen mal einen Plan. Ich speichere mal und dann gucken wir, ob wir den wiederfinden. Hätte ich ja markieren können, ne? Aber nein.
Es sollte nicht sein, Freunde. Weil ja irgendwer meine ganzen Markierungen auch schon verbraucht hat, ne? Sad life an der Stelle. Wie cool aber auch, dass sie im DLC... Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob es sie auch so in freier Wildbahn gab, ne? Aber wie cool, dass sie hier einfach noch so einen Magmarok-Boss hingezaubert haben. Also, bin wieder begeistert, ne? Von der Art und Weise, wie sie hier auch Sachen umgesetzt haben. Es wirkt halt alles wohl überlegt, ne? Jetzt nicht so wohl überlegt, dass jeder Stein irgendwie bewusst platziert wurde. Aber irgendwie ja doch. Wenn wir zum Beispiel an die Kroks und ihre Rätsel denken, ne? Dann ist es eigentlich doch genau so. Das ist nochmal ein anderes Level von wohl überlegt. Gut, hier war ich ja zuerst runtergekommen, ne? Da stehen da auch irgendwelche Dudes, oder sind das die Fackeln nur? Ja, das sind nur die Fackeln. Die Fackeldudes, Leute. Bei denen muss man immer aufpassen. Wenn man die verärgert, die Fackeln nicht lang, ne? Deswegen würde ich da nicht allzu nah rangehen. Und dann habe ich von hier irgendwo hinter den Bergen einen Schrein gesehen. Und ganz ehrlich, nach dem, was heute hier wieder abging, kann mich doch eigentlich nichts und niemand mehr aufhalten, oder? Seien wir ehrlich. Da ist er. Da ist er. Das sieht aber sehr gefährlich aus da drüben. Ist das ein normaler Schrein? Das ist doch sogar diese Position, die ich vorhin auf der Karte gesehen habe, oder? Die ich sehr markant fand. Na, lieber markant als Mark Terenzi, oder? Dann machen wir mal die Flatter. Und gucken, ob ich da so einfach hinkomme. Vermutlich sind da jetzt Dornen drumherum. Oder lauter Moblins stehen da im Kreis. Oder was auch immer. Oder sind sogar Aufwinde, okay. Na, aber irgendwas ist da doch noch. Das sieht doch viel zu anormal aus. Da ist ja sogar ein Tor davor. Ist das der ultimative Superschrein? Kommt da Dieter Bohlen jetzt raus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber meine Angst ist da. Egal, ich habe gespeichert. Da ist auch was zum Kochen. Hä? Da steht einer vor. Aha. Hallo. Na? Und beugen und strecken. Geht auch nichts über steinharte Muckis. Das hier ist der Goronengarten für die Harten und solche, die es werden wollen. Hier trennen sich die Kiesel von den Felsen. Aus dem Weg, bitte. Ich bewege keinen Muskel. Auf dieser Plattform ist nur Platz für ganze Kerle, die von meinen Brüdern und mir für würdig befunden wurden. Außerdem macht mein kleiner Bruder gerade seine Übungen. Zugegeben, du scheinst nicht ohne zu sein. Aber ohne Fleiß kein Preis. Ich sag dir was. Wenn du mit uns mithalten kannst, gehe ich dir aus dem Weg. Aber locker. Das wollte ich hören. Wir machen aus dir eine Muckimaschine. Ich erkläre dir mal, wie es funktioniert. Ist eigentlich ganz einfach. Du musst innerhalb des Zeitlimits vom Fuß der Klippe bis ganz nach oben klettern. Aber das allein wäre ja lächerlich. Du musst außerdem noch Rubine sammeln. Schaffst du es, im Zeitlimit hinaufzuklettern und eine bestimmte Anzahl Rubine zu sammeln, hast du bestanden. Aber wenn dir die Zeit ausgeht oder du auf halbem Weg aufgibst, musst du alles zurückgeben. Du wirst an deine körperlichen und geistigen Grenzen stoßen, das kann ich dir versprechen. Also dann, erklimm die Klippen. Okay, die Schneidklippen. Oh, noch etwas, ein Versuch kostet 20 Rubine. Ach, Mann. Na, wir probieren's mal. Scam again. Du musst beim Klettern 100 Rubine sammeln. Hast du im Ziel zu wenig Rubine, war die Kletterei umsonst, auch wenn du es innerhalb des Zeitlimits geschafft hast. Also dann, erklimm die Klippen. Los! Naja, ich weiß noch nicht, ob ich mich da sehe, ne? Mal schauen. Let's go! Kletterrüstung ist, glaube ich, angelegt, ne? Das heißt, wir können direkt loslegen. 3 Minuten haben wir Zeit. Okay, und wir haben ja eigentlich hier schöne Zwischenpodests, auf denen wir kurz mal verschnaufen können. Aber vermutlich ist es wirklich so eine Sache von Übung und Sekunden letztendlich, ne? Wie war das eben mit M+, Leute? Ah, guck mal, ein blauer sogar. Ist natürlich super. Der hilft uns ganz gut weiter. Da ist auch ein blauer. Hier ist noch ein grüner. Link, jetzt stell dich nicht an, Bro. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit, Mensch. Zack. Jawohl. Weiter hoch. Oh, Junge, das mit meiner Ausdauer, ne? Ja, aber die Kletterausrüstung, die hilft natürlich schon. Will mich jetzt nur nicht überanstrengen. Du hast nur einen Teil der Kletterausrüstung an. Ich fürchte, ich habe gar keine anderen Teile. Bilde mir ein, ich habe nur diese eine Rüstung. Aber wir können nochmal schauen.
für die Sicherheit. Das war ja so ein grünes Klettersymbol, so ein Berg. Ja, mehr ist nicht drin. Müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Aber ja, mit der kompletten Ausrüstung wäre das vermutlich ein bisschen einfacher. Da hast du recht. So, den holen wir uns noch. Da sind auch ein paar rote mit dabei. Hier noch rüber, jawohl. Den snacken wir uns auch gleich. Kurz Ausdauer abwarten, zack. Junge, die Mucke. Könnte auch von einem Super Mario Game sein. So, ein bisschen rüber hier. Jetzt wieder aufpassen wegen der Ausdauer. Den nehmen wir mit. Boah, zu dem blauen muss ich eigentlich auch hin. Das könnte dann fast schon wieder knapp werden, ne? So, grüner Rubin. Noch ein blauer. Ich sehe mich da oben mit 99 ankommen. So sieht's aus. So, den nehmen wir ja auch noch mit. Wunderbar. Über eine Minute noch. Das läuft. So. Na, Link, Bruder. Für sowas trotzdem keine Zeit. Beruhige dich jetzt. Ist kein Magma-Rock in der Nähe. Alles ist gut. Atme durch, Kollege. So. Wunderbar. Und die nächsten, ja, die roten müssten ja eigentlich ausreichen jetzt, ne? Wie viel waren das? 20 jeweils? Zack. Na, aber sicher, Ehe. Guck mal. Und noch über eine Minute Zeit. Auf den blauen können wir an der Stelle scheißen. Dann nehmen wir jetzt hier die roten noch mit und dann haben wir die 100 doch im Sack, Leute. Und das ohne volle Kletterrüstung. Aber ja, die wäre in der Tat ganz geil. Da geht man bestimmt ab hier, Junge. Zack, 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 nach oben und nach vorne. Aber Hallöchen. Okay. Ich glaube, ich bin oben. Und da ist ja auch das Ziel, ne? Hallo. Geschafft. Ausgezeichnet. Reife Leistung. Und wie viele Rubine hast du unterwegs mitgenommen? 135. Unglaublich. Du hast deinen überragenden Schneid unter Beweis gestellt. Nun bist du unser vierter Bruder. Damit hast du das Recht, auf dieser Plattform zu stehen. Schließlich bist du jetzt unser Bruder, Bruder. Und als unser Bruder ist es dein Recht, dich jederzeit an den Schneidklippen zu messen. Dich erwartet sogar eine noch härtere Prüfung. Sag Bescheid, wenn du es versuchen möchtest, Bruder. Möchte ich nicht, aber Dankeschön. Hey, we did it. Voll toll. Dann zeig mal hier deinen Prüfungsschrein. Junge, er sieht ein bisschen verbissen aus da gerade, oder? Das bin einfach ich, nachdem ich den dritten Arm des Mega-Magma-Rocks in meine Schnauze bekommen habe. Belastend. Kommt der aus Frankfurt, Bruder? Sieht ein bisschen aus hier wie auf dem Hauptbahnhof, ne? Fehlt nur noch irgendwie eine Waschmaschine, die drum liegt, aber das haben die hier anscheinend nicht, ne? Keine Waschmaschinen. Und das auf einem Vulkan. Traurig. War das direkt die Prüfung für den Schrein auch? Sieht fast so aus, oder? Tatsächlich. Ja, na super. Guck mal. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Gu Arito. Du hast die Prüfung bestanden. Nice. Die Goronenbrüder kommen an zwei Stellen nochmal vor, ebenfalls im Zusammenhang mit Schreinen. Ach, gucke. Die miesen Hunde. Ah, noch ein Eisgroßschwert. Das hat aber einen Angriffskraftbonus. Das ist mir auf jeden Fall lieber als das Eisschwert mit dem Wurfbonus, war das doch. Ja, dann hauen wir das einfach weg. Zeig mal deinen Wurfbonus. Hui! Ein Eisfrisbee. Wie schön. La, hi. Jo, gönnen wir uns das. Wunderbar, wunderbar. Sonst noch irgendwas Cooles hier? Ich glaube tatsächlich nein. Alles cool. 4645 Tries. Endlich habe ich ihn, Junge. Oh mein Gott, was ist die Try-Anzahl, Mann? Dickes GZ auf jeden Fall. Bing. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Nice. Zeichen der Bewährung. Nummer 2. Ja, cool. Sind wir doch heute wieder super vorangekommen. Ich mochte die Fights, ich mochte die Rätsel. Es war auch keine akute Verzweiflung, ne? Auch die Karten wurden heute ein bisschen schneller analysiert, zumindest die dann vom Vulkan, ne? Und auch die Bosskämpfe waren knackig, aber auch nicht zu schlimm, ne? Das ist dann in der Regel, Achtung, jetzt kommt's,
Er mein reinscheißen als doofes Boss-Design. Hat er nicht gesagt. Ich meine hier, das hat geleckt, ne? Und das Game ist auch total doof da gewesen. Und Internet war auch kurz weg, ne? Da passiert das. Damn, wie viele Schreine hast du schon? Kannst du die Karte mal please zeigen? Die kann ich dir zeigen. Das ist meine Karte hier. Tolle Karte. Ja, so ein paar haben wir schon, ne? Aber gezielt nie wirklich was gesucht. So, was wir gesehen haben, ne? Das haben wir immer mal mitgenommen. Ansonsten mache ich aber auch keinen 100% Run oder so. Sondern was wir so finden beim Entdecken. Da oben ist Ferdinand noch, Leute. Der steht immer noch bei Akala rum. Das wäre auch super. Junge, aber hier sind wir schön rumgewuselt, ne? Schaut mal, mittlerweile sieht das schon ein bisschen vernetzter aus alles. Finde ich toll. Schade, dass ich die Woche wieder Nachmittagsschicht habe. Darum kann ich die restlichen Streams die Woche nicht gucken. Schade. Aber du wirst im Geiste bei uns sein, wenn ich wieder die anderen Kartenpunkte suchen muss. Ne? So sieht's nämlich aus. Okay, Freunde, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken, heute im Abendstream mit euch einmal so ein bisschen in die bunte Welt von Hyrule rein zu eskalieren. Wir werden uns dann nach Ausrufezeichen Streamplan am Mittwoch wieder hören. Ne? Und werden dann sicherlich auch den Feuertitan fertig bekommen. Mag's noch löschen, sehr gute Idee. Den Feuertitan werden wir dann, denke ich, fertig bekommen. Zumindest glaube ich nicht, dass ich im Rahmen dieser DLC-Rätsel derart reinscheiße, dass wir überhaupt nicht vorankommen. Und davon abgesehen, freue ich mich sehr auf das weitere Geschehen. Plus wir wollten danach, wenn wir die Ballade fertig haben, wollten wir ja auch noch gucken wegen dieser Arena. Ne? Und wenn wir das dann haben, dann überlegen wir uns, was wir danach angehen. Ob innerhalb von Hyrule oder außerhalb, ne? Gibt es vielleicht wieder eine schöne Game-Abstimmung. Und das ist soweit der Plan. Ansonsten, falls ihr das erste Mal dabei wart, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Falls ihr noch Fragen habt zum Streamverlauf und, alles unterm Stream zu finden, ne, da habe ich ein paar schöne Panels. Da seid ihr, denke ich, mit wenigen Klicks dann bestens im Bilde. Ansonsten, vielen Dank für die schöne Runde. Vielen, vielen Dank für euren tollen Support. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Abend, einen tollen Start in die neue Woche. Und dann hören wir uns hoffentlich gesund und munter in alter Frische hier wieder. Bis denn und tschau.